Pubertät in deiner Bibel steht und wann musst du heiraten? Mit alt. Du verlangst alt von mir, verlang auch von dir. Und drittens, ich habe die zitiert, in der Kirche im Mittelalter, nicht einmal 500 Jahre, haben die geheiratet mit 2 und 3. Widerleg das, du kannst das nicht widerlegen. Und du redest von 1400 Jahren, wo die Feinde Muhammad a.s. keine hat ihn beschuldigt, keine. Keiner hat gesagt, du bist Pädophile. Aber ihr, weil ihr krank seid, du denkst du so. Vor 100 Jahren, die Christen hier heiraten auch jung. Aber nur jetzt, weil die Welt ist verändert. Auf einmal ist 19 Jahre, 18 Jahre. Verstehst du? Also, und sag's mir bitte, wie kann dein Gott hat vier Huren, dein Gott. So, wir gehen jetzt in ein anderes Thema. Jetzt haben wir erledigt mit Aisha und kleine heiraten. Jetzt kommen wir zu die Huren in deiner Bibel. Warum Jesus hat vier Huren in seinem Stammbaum? Antworte mir. Das verlange ich von dir. Wie viel? Bin ich jetzt dran? Ich dachte, danach ist ein Christ dran. Dass es abwechseln geht. Host? Keine Ahnung. Also, ich muss mich noch damit einschalten. Also, ja. Ja. Weil du hast ja die ganze Zeit gewartet. Ja, ja, aber es macht ja Sinn, Christ, Muslim, weil sonst ja, muss ich bloß da ja noch mehr merken, der arme Kerl, der ist ja jetzt schon begraben. Okay, dann mache ich dich mal, ich mach mal Pablos wieder, okay. Warte mal. So. So. Okay, so, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Warte mal, abbrechen. So. Okay. Ach, geil, ey. Das ist doch heftig. Nur fangen wir mal an. Erstens hat der Nurman nicht darauf geantwortet, dass Aisha nicht freiwillig eigentlich geheiratet hat, weil er steht so in Sahih al-Bukhari. Aber er antwortet nicht drauf. Es interessiert ihn nicht. Unter den Teppich kehren ist auch eine Antwort. Dann können wir ruhig diesen Thema beenden, weil die Zuschauer können dann selber ihre Meinung bilden. Ich weiß, was ich gelesen habe, du weißt, was du, also die wissen, was du ja angeblich zitiert hast. Ne? Keine Quellen denn, Maria war erstens nicht 12, du kannst nicht mit der Kirche ankommen, bitte. Ja, ich glaube nur an die Bibel allein, nur Gottes Wort, das ist mein Maßstab. Wenn du ein Problem damit hast und keinen Widerspruch findest, ja gut, dann kannst du zu deinem Islam gehen, da findest du viele Widersprüche, kannst du viel finden. Dann gibt es die nächste Sache, du sagst, der Heilige Geist hat Maria, wie redest du? Wie redest du? Wasch deine Zunge mit Seife, mein Lieber. Aber das ist dein Islam. Du machst gerne Werbung dafür, ne? Keine Liebe, merke ich. Und da sehen wir, wenn Gott sagt, ja, es geschieht, dann geschieht es, ja. Philipper Kapitel 2, 6 bis 8. Gott wurde Mensch, als Mensch erfunden, als Knecht. Das heißt, der Mensch wurde erschaffen in Marias Bauch. Aber nicht gezeugt, so wie er es dann so betitelt, sondern gezeugt einfach so, du wirst, dann bist du erschaffen, nicht durch einen Geschlechtsverkehr. Aber anscheinend braucht Allah Geschlechtsverkehr, um irgendwas zu erschaffen. Ihr kennt das, ne? Diese gewisse Begrenzung in Allah. Da hat ja gewisse Einschränkungen, weil Allah kann ja nicht Mensch werden, da wissen wir ja auch. Ach ja, warte, nein, Allah wurde ja ein Bein. Wir wissen es doch in Sahih al-Bukhari, wo er ein Bein war. Allahs Bein wird ihm tötet. Oh, Allah wurde Mensch. Ja, sehr schön. Surah 68, Vers 42, da gebe ich dir den Koran und dann gebe ich dir jetzt noch einmal den Hadith dazu. Das ist Allahs Bein, Sahih al-Bukhari. Das ist, haben wir sofort gefunden. 7439, da steht drin. So, und niemand wird zu ihm sprechen, außer den Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann sein Schienbein entblößen. Woraufhin sich jeder Gläubige vor ihnen niederwerfen wird und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihnen niederwarfen, nur um anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Sura 68, Vers 42 gebe ich euch noch als Koran Quelle dazu, dass ihr seht Einstimmigkeiten. Dann schauen wir noch mal was rein. Er kommt nur immer mit 1. Korinther 7 an, mit 36, über die Reife. Du musst lesen, aber du kannst anscheinend nicht lesen. Deutsche Sprache, schwierige Sprache, ich weiß, haben die. Da steht über die Reife. Na, aber kannst du ja nicht sehen. Und ich habe nicht verlangt. Gib mir ein Alter. Habe ich nie verlangt. Da zieh keine Lügen. Also brauche ich dir auch keine Antwort geben, weil du bist ein Lügner. Denn einfach Reife, über die Reife heißt geistige Reife und die biologische Reife, was du nicht verstehst. Hast du beides anscheinend nicht. Dann gehen wir weiter. Dann müssen wir noch ein bisschen schauen, weil du ja unbedingt einen Themawechsel machen möchtest. Ist doch kein Problem. Jetzt frage ich dich, mein Lieber, haben die machen wir gerne einen Themenwechsel?
Wie du es wünschst, erfülle ich deinen Wunsch. War Mohammed von Teufel besessen? Lesen wir. Sahih Bukhari 3175. Aisha berichtete, der Prophet wurde verhext, weshalb er begann zu fantasieren, etwas getan zu haben, das er tatsächlich niemals getan hat. Also sehen wir, dass in Sahih Bukhari 3175 Mohammed verhext war, aber es widerspricht doch Sure 1542, so gegen die Muslime und einer seiner Ehefrauen, Mohammed, war besessen. Doch das geht gegen das, was der Koran Sure 1542 sagt und verspricht. Gewiss, über, ich zitiere, da hat Allah gesprochen gegenüber den Shaitan, gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von dem Verirrten folgt. Zwei Optionen. Ist jetzt Allah ein Lügner oder ist Mohammed ein Verirrter und kein Prophet? Von den zwei Optionen kannst du auswählen. Und wenn du sagst, wo war er besessen oder hier irgendwas? Erstens, verhext war er. Und zweitens, Mohammed hat doch selber gesagt, dass er besessen ist. Ich gebe dir noch eine Quelle, weil ich bin ein Freund der Quellen und mit deinen Quellen und nicht mit irgendwelchen Quellen, die gar nicht existieren. Dann nehmen wir nochmal die andere Quelle. Warte bitte. So, da haben wir erstmal Sunan Nasasai 3960. Da. Da steht, ich suchte nach dem Gesandten Allahs und legte meine Hand auf sein Haar. Er sagte, dein Shaitan ist zu dir gekommen. Ich sagte, hast du keinen Shaitan? Er sagte, ja, aber Allah hat mir bei ihm geholfen. Also hat er es sich ergeben. Lesen wir noch eine Stelle. Sei Muslim. 2814a. Es gibt niemanden unter euch, mit dem nicht eine Attasche aus dem Kreis der Dschinn Teufel verbunden wäre. Sie, die Gefährten, sagten, Allahs Gesandter, auch bei dir? Daraufhin sagte er, ja, auch bei mir. Ja, aber Allah hilft mir gegen ihn und so bin ich vor seiner Hand sicher und er befiehlt mir nichts anderes als zum Guten. Aber er war besessen in der Zeit. Also Sure 1542 hat dir Knockout gegeben. Tja, Hamdi. Bist du fertig? Dein Ende jetzt. Dein Ende. Ja, du spielst gerne. Du musst bei Sure 865, 66 bleiben. Okay, du hast gesagt, dass der, wie kannst du so reden, Heiliger Geist? Ja, steht in deiner Bibel, Lukas 2. Lass mich ausreden. Ich war leise, lass mich ausreden. Okay, sei brav. Der Heilige Geist kommt über dich, der Kraft Gottes wird dich bedecken. Vergiss, der Heilige Geist hat sie geschwind. Du hast gesagt, erschaffen. Ah, Jesus erschaffen. Ach so, du bist Muslim, oder wie? Wie sagt, was? Du hast gesagt, Jesus erschaffen. Super, das heißt, du bist Käfer jetzt, du bist ungläubig. Wir glauben, dass Jesus erschaffen. Aber du hast jetzt mit deiner Zunge Menschen geworden, Gott Menschen geworden. Und in deiner Bibel sagt er, Gott, keiner Mensch, ich bin Gott, keiner Mensch. Knockout, dass du nie wieder mit Hamdi debattierst. Jesus, warum redet er? Lügen, Paulus, wieso unterbrichst du? Warte mal, lass mich ausreden. Du hast gesagt, Allah Beine. Hör zu. Weil Allah hat Beine, wie ihm, lass mich ausreden, ich weiß, du bist begraben jetzt. Allah Beine. Ja, Allah, wie ihm gebühren. Allah sagt im Koran, leise, kämpft die Schei, es ist ihm nicht zu vergleichen. Fertig. Aber hör zu auf deine Bibel. Lass mich ausreden! Angst hat, siehst du? Zuschauer, siehst du, wie die Angst haben? Siehst du? Du hast von meiner Zeit weggenommen, zu viel. Also, dein Gott sagt in Exodus 33,2: Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich zwischen die Felsen und halte meine Hände über dich, bis da vorüber. Dann ziehe ich meine Hand zurück und wirst du meinen Rücken gehen. Dein Gott hat einen Rücken. Das ist verrückt. Zweitens, Psalm 18,9. Rauch stieg auf seiner Nase. Dein Gott hat eine Nase wie eine Dämon. Steigt dein Rauch von seiner und hat einen Mund, wo Feuer kommt. Psalm 18,9. Dein Gott ist wie eine Sache. Lass mich ausreden. Warum habt ihr Angst jetzt?
Ja, Kaffer, halt den Mund, ja, Kaffer. Ja, Kaffer, halt deinen Mund. Jetzt ist der Schier. Was soll das jetzt? Warum? Lass mich nicht auf meine Zeit. Jetzt kommt der Schier. Ist meine Zeit. Leute, der sagt, der färbt seinen Bart. Ist meine Zeit. Ja, Kaffer, ja, Kofferbohr, du laufst weg. Ja, Kofferbohr, du laufst weg seit Jahren von mir. Halt deinen Mund, lass mich auf reden. Lass mich aus. Bullshit, lass mich auf reden, ja. Lass mich aus. Ja, Kaffer, ja, München, bitte, lass mich aus reden. Warum habt ihr Angst? Also, lass uns sagen, Bruder Amir, Bruder Amir, Christen, habt ihr gesehen, wie diese Scharlatane Angst haben? Habt ihr gesehen? Lass mich ausreden. Lass mich also, du hast gesagt, Gott hat erschienen. Ihr Dreckiger, Pavlos, nicht weglaufen, jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay, ich bin dran. Amir, Amir, du bist ein Käfer, du bist ein Lügner, du hast Angst seit 10 Jahren, bist du debattieren. Okay? So, Harun, geh mal raus. Das sind Lügner und Angsthasen, haben wir. Oder lass mich jetzt mal ausreden. Du betest einen Lego-Baustein an, Mann. Was ja, ja, und du bist, und du betest, und du bist eine Pädophile, das schwenkt seine eigene Mutter. Boom! Nein, seine eigene Mutter hat sie geschwenkt. Ja, Horst, wo bist du, der Horst? Ja, Horst, wo bist du? Ja, Horst, wo bist du? Warum hast du mich nicht aus den Damen meine Zeit weggenommen? Weil jetzt ist meine Feld, ich spiele in meiner Feld, damit begraben. Ja, Amir, halt deine Fresse! Ja, Amir, halt deine Fresse! Lass mich ausreden! Warum habt ihr Angst? Lass mich ausreden! Was soll das jetzt? Was soll das? Ja, deine Gott hat geschwenkt seine eigene Mutter! PCs Fuß auf den Kopf. Ja, Horst, ich bin gekommen zu dir, weil du ehrlich bist. Warum das? So, da sind wir jetzt wieder, meine Lieben. Na, ich will nicht lange reden. Warte, ich will nur Hamdi sagen, Hamdi war doch dran. Ja, du musst Hamdi wählen. Hamdi, du musst auf meine Aussagen eingehen. Was soll das jetzt? Was ist für eine Theater hier? Du nimmst meine Zeit, subhanallah. Also, du hast gesagt Beine. Ich antworte dir. Allah hat Beine. Allah sagt im Koran, Leise kemithli shay. Zeig's mir, eine Fi'az, wo bei dir steht, Leise kemithli shay. Findest du das nicht? Es ist ihm nicht zu vergleichen. Allah ist allmächtig. Hat einer Beine, wie ihm gebührt. Wie? Ich weiß es nicht. Aber dein Gott hat einen Rücken. Dein Gott im Psalm 18,9. Rauch stieg aus seiner Nase. Hat eine Nase. Kommt Rauch. Und Mund. Verzehrende Feuer, hat Feuer von seinem Mund, ist ein Drache, dein Gott, ein Dämon, du bist ein Dämon, das ist dein Gott, im Psalm 18,9. Okay, Psalm 58, das ist der Knockout, Pavlo, Malius, Soblos, hör zu, Psalm 58, seine Beine, dein Gott, wo, Jesus Beine, wo, wenn die er Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte, er badet seine Füße im Blut, seine Füße wird das gebadet im Blut. Dein Gott, sein Monster liebt Blut. Okay, also, du hast gesagt, der Korintherbrief, steht dort 18, steht dort Reife? Nein, in Griechisch, glaube ich, Joker kann mich korrigieren, steht nicht Reife dort. Also, gib mir von deiner Bibel Pubertät. Gib mir, das steht dort, bei uns gibt es, wenn die erreicht Pubertät, darf sie heiraten. Bei euch nicht. Nicht. Jesus sagt so, wird Mohammed besessen. Mohammed besessen. Hey, schämst du dich nicht? Mohammed a.s. nicht besessen. Haben ihm Sihr gemacht und nicht besessen. Nur eine Sache vergisst, ob er geschlafen mit seiner Familie oder was gemacht mit seiner Familie. Oder nicht. Mehr nicht. Botschaft, alles klar. Und die Propheten, die Engel sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Orkike, das heißt, ich heile dich. Du kannst auch Kopfweh haben. Und wir sagen Rokia, nichts Erkosism, oder wie heißt er bei euch katholisch? Nein. Aber dein Gott wird verführt von der Satan persönlich. Stell dir vor, Jesus erschaffen der Satan. Satan weiß es, das ist sein Gott. Und was macht er mit ihm? Er bringt ihn auf einen Berg. Er bringt ihn da. Komm, bettet mich an. Komm, ich gebe dir diese Welt. Und diese Welt aber, Jesus sagt in Johannes Brief, diese Welt, alles ist mir gegeben von meiner Vater. Und der Satan sagt er in Lukas 4, diese Welt gehört mir, ich gebe dir das. Widerlegt das. Gehört der Satan dieser Welt oder Jesus? Du hast gesagt, okay, Mohammed hat einen Satan mit ihm. Jeder, das glauben wir, dass jeder hat einen Satan. Nicht Satan, aber hat eine, wie sagt man das?
Karin flüstert ihm, dass du schlecht machen. Schau, dieser Hadith hat gebracht ein Knockout für dich. Muhammad a.s. sagte, und Allah hat mir geholfen, hör zu, Allah hat mir geholfen, dass er Muslim geworden. Er befällt mir nur das Gute. Aber deiner Paulus in 1. Korinther 7:12, sagte, der Satan war mit mir, besessen Paulus von Satan, und ich habe Gott gefleht, dass er mir hilft. Er sagt zu ihm, nein, meine Gnade genügt dir. Das heißt, der Satan noch immer bei ihm, hat ihm Gott nicht geholfen. Aber Mohammed, Gott hat ihm geholfen. Und der Satan ist Muslim geworden. Also, Knockout einer nach der anderen. Ihr könnt nur kommen mit Aisha. Antworte bitte. Jesus erschaffen seine Mutter, weil er ist Gott, klar. Und danach schwingt sie. Antworte. Das ist Pädophilie Inzest. Ich gebe Joker meine Minute, 25 Sekunden. Bitte sehr. Joker, bist dran. Moderator, kannst du bitte Joker geben, meine Zeit? Ich gebe ihm mehr. Ich bin zwar nicht Joker, aber ich nehme die Zeit trotzdem gerne. Ich würde gerne von unserem Ex-Muslim wissen, der ist heute weggerannt in seinem Stream. Unser lieber Ex-Muslim, er ist heute weggerannt, der rennt ja vom Joker auch schon weg. Ich würde gerne wissen, Jesus ist doch angeblich aus dem Samen Davids, ne? So soll der Messias ja kommen, aus dem Same Davids. Wieso sammelt der Urgroßvater, also von Jesus dann, die Vorhaut als Morgenbrautgabe? Für diejenigen, die das nicht wissen, 1. Samuel fängt das nämlich an bei 18,25. Da wird es nämlich zu Bedingung gemacht. Wo, Pablo, ist das die, wie soll ich sagen, das Vorbild? Ist das der Ururgroßvater? Ist das so die Ahnenreihe, wo man sich wohlfühlt, wo man mitgeht? Und dann hat er gesagt, oh, Jesus wurde nicht gezeugt, was für ein Quatsch. Sagt nicht Hebräer 5,5, so hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hohe Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ihr münzt es doch auf Jesus. Ihr sagt doch, da ist die Rede von Jesus. Ich meine, Hebräer, wir wissen alle nicht, wer es geschrieben hat. Augustinus hat es auch zugegeben. Ja, kann ich gerne die Quelle alle geben. Ich bin auch jemand, der mit Quellen arbeitet, Pavlos, falls du mich noch nicht kennst. Ja, aber hier heißt doch, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wenn das auf Jesus angewendet wird, ja, dann bitteschön. Ja, so. Das nächste ist, wie viel Zeit habe ich noch? Drei irgendwas. Bitte? Irgendwann hat reingeredet. Ich würde auch noch gerne wissen, wieso der Host es zulässt, mit seinem christlichen Benehmen, mit seinem christlichen, wie soll ich sagen, Heiligen Geist, dass hier so durcheinander geredet wird. Dafür nutze ich noch gerne meine Zeit. Und dass die Christen hier reinreden dürfen. Die Muslime haben die Klappe gehalten. Ich habe sogar meine Zeit, wo ich hatte, Herr lieber Evangelist, habe ich gegeben, habe gesagt, warte, der Fairness halber, ein Muslim hat gesprochen, der Christ sollte die Möglichkeit haben, direkt darauf zu antworten. Ja, und das hast du gemacht, ich habe das auch gegeben. Und dann wird hier ein Durcheinander und du bist gefühlt zehn Minuten bist du nicht da. Jetzt können die Christen hier reinschreiben, heul doch, traurig. Ihr redet immer von Gerechtigkeit, ihr sagt, die Muslime würden sich nicht an Recht und Ordnung halten. Wir haben heute gezeigt, wir haben das gemacht, uns wurde das Recht abgeschnitten. Wir durften nicht reden, wir durften nicht ausreden, Hamdi durfte nicht zu Ende sprechen und so weiter und so fort. Und die Christen haben hier durchgeredet, der Ex-Müsli hat sich hier auch noch daneben benommen, Urban will ich gar nicht reden. Der Pablo hat sich so hingestellt, als wäre er etwas. Laut Sprüche 17,5 und Sprüche 24,17 bis 18 dürfte er eigentlich nicht mal sich über irgendjemand anderes lustig machen, aber so viel zum Thema, dass er seine Bibel nicht kennt. Ja, so viel erstmal dazu. Und erklär mir doch mal, bitte, lieber Ex-Muslim, du hast heute gesagt, der Tanach, ich habe mich weggeschmissen. Du hast zum anderen Muslim, der ein bisschen nett zu dir war, hast du gesagt, ja, der Tanach, der wurde vom Mose geschrieben. Gib mir den Beweis, dass der Tanach von Moses geschrieben worden ist. Ey, du kennst deine Bibel nicht, hast da komischerweise durch deine Hetze so viel Abonnenten gekriegt, das ist ja schon abenteuerlich, ja, und weißt nicht mal, dass der Tanach nicht von Moses geschrieben worden ist, sondern der Pentateuch angeblich. Und selbst da sind sich die Rabbiner nicht 100% einig, weil es die Frage nämlich offen lässt, wie Moses seinen Tod beschreiben konnte, schon festhalten konnte, wo er noch gelebt hat. Das ist abenteuerlich und deswegen sagen die Rabbiner, viele davon,
das wurde vom nächsten Propheten geschrieben. Aber davon hast du natürlich keine Ahnung, weil du redest ohne Wissen. Ja. Ich gebe gerne noch meine Minute dem Joker. Barakallahu fikum. Ich möchte kurz eine Minute was sagen. Eine Minute. Ja. Dieser kranke Konvertit, dieser von Kalima TV, der ist nicht mehr in der Lage, so beleidigt mir zu zuzuhören. 1. Korinther 6, Vers 9. Du kommst in die Hölle, wenn du beleidigst. 1. Korinther 6, lass doch Vers 9. Ich möchte was über den Tanach sagen. Ich möchte was über den Tanach sagen. Bitte wartet mal. Die Muslime werden ja Nackentherapie verpassen für schwul sein. Du kommst jetzt in die Hölle fürs Beleidigen. Ich möchte was über den Tanach sagen. Darf ich jetzt reden? Genau. Also, ja, bitte. Ich möchte ja, das mal, könnt ihr mal, da seid ihr vom Respekt. Ich habe euren Respekt jetzt gerade gesehen. Jetzt, ich habe eine Minute den Joker. Das gibt doch gar nicht. Ihr seid 10 Minuten. Ich habe zwei jetzt Minuten. Mal zu. Ich habe jeweils 2 Minuten bekommen und die würde ich gerne nutzen. Gar also, du hast gar nichts bekommen. Du kannst mich auch kurz. Kannst du mal bitte aufhören, mal reinzureden? Also Nummer 1. Ex-Müsli hat mich gerade dreimal beleidigt. 5 Minuten übernommen. Kannst du mich mal eben ausreden? Ich will doch nur was sagen. Hör auf, da reinzuplappern. Mal Joker, bist du mal kurz ruhig? Hör auf, reinzuplappern. Männer, gib es doch. Hör doch bitte zu. Reinzuplappern. Bedeutet, gehört zu. Das hat er. Mal sei mal ruhig, bitte, Joker. Geh in deine Fingernägel lackieren. Dann können wir weiterreden. Jetzt warte. Der Tanach, ne? Wie kann man überhaupt so einen Clown wie dich ernst nehmen? Oder wer kann überhaupt so einen Clown wie dich ernst nehmen? Evangelist, ist das Fußnägel das christliche Benehmen? Schämst du dich nicht, dich Muslim zu nennen und Fußnägel zu lackieren? Evangelist, was ist hier los? Schämst du dich nicht, Fußnägel zu lackieren vor den Menschen? Amir, bitte, geh nicht auf Privatsache, sonst hol ich. Nein, nein, ich erlaube mir, aber du schämst du dich nicht? Du schämst dich nicht, Katharina, was du mit gemacht hast? Was hast du mit Katharina gemacht? Soll ich mal dein Video zeigen? Und lass mich nicht das Plus stellen. Mit Katharinen Hotel. Hey, okay, dein Bruder muss dich schützen. Amira, bist du bereit für deine Todesstrafe? Amira, nein. Lass mal der Evangelist reden jetzt. Bitte sehr. Lass mal der Evangelist reden. Unzucht pur. Du musst ja getötet werden jetzt. Bist du bereit für die Todesstrafe? Hallo, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Unzucht pur. Bist du bereit? Amir. Ja, Joker. Allah, lass mal dieser Typ da reden. Lass mal den Ballern. Wer ist dran? Evangelist, bitteschön, darfst du reden? Ja. Lass mich ihn. Evangelist, bitte schon darfst du reden. Oder Danny, können wir jetzt nicht was sagen? Ich bin am Essen. Ja, ich möchte dann meine Zeit jetzt nutzen. Ich habe jeweils eine Minute bekommen. Ich war jetzt kurz dran, weil kein niemand von deine Zeit genommen hat. Du bist nicht dran. Doch, ich bin jetzt dran, weil ich kurz das habe. Ich habe eine Minute von ihm. Pavlo, bitte einen Moment. Pavlo, eine Minute hat der Bruder gegeben, Joker. Darf eine Minute, bist du dran dann, okay? Na, bist du dran? Amir, kommt her. Okay, Joker, bitteschön. Also, Ex-Müsli hat mich hier dreimal beleidigt. Laut 1. Korinther 6, Vers 9 kommt er in die Hölle. Sowohl Lästerer als auch Beleidigende als auch andere. Viel Spaß mit Paulus in der Hölle, du Lulatsch. So, wo machen wir weiter? Hier ging es eben um Beine. Unterbrich nicht, unterbrich nicht. Ich weiß, du hast Angst. Unterbrich nicht. Viel Spaß in der Hölle. Ja, steht in der Bibel, du kommst in die Hölle. Was machen wir jetzt? Lässt da raus, beleidigen, wir kommen hier. Ex-Müsli. Ex-Müsli. Amir, lass ihn bitte reden, was soll das jetzt? Unterbrich nicht. Zeig dein Wissen. Ja, okay, alles gut. Amir, alles gut. Koffer-Pool. Nein, nice, Evangelist, ich möchte bitte meine meiner, Zeit. Über meiner Kopf ist Muslim, ist Muhammad, nicht wie du, bitte deine Mensch. Fertig. Kannst du mal groß machen und den jetzt reden? Evangelist, kannst du mir bitte Zeit einräumen, die unterbrechen? Ich werde immer unterbrochen, gib mir bitte meine Zeit. Kannst du nach 2 Minuten abbrechen? 2 Minuten oder 1,5 Minuten, bitte. Evangelist, kannst du bitte Zeit einräumen? Amir, nicht lachen, so, Bruder Danny, ich will nur eins sagen mit der Tanach, ne? Aber mach. Er ist schon wieder dran. Ja, das ist ja super. Nein, Joker ist dran. Das muss fair sein. Aber warte mal. Danke. Warte, Amir. So, Joker. Ich danke dir.
Ja, das ist fair. Das ist jetzt wirklich. Das muss fair sein. Okay, das ist fair. Danke. Ja, okay, das ist wirklich fair. Also, dann mache ich nochmal schnell. Ex-Müsli, viel Spaß in der Hölle. Du hast mich dreimal beleidigt, mindestens. Laut 1. Korinther 6, Vers 9, kommst du auf jeden Fall in die Hölle. Auf jeden Fall. Und wer vor allem bewusst immer wieder sündigt, und ich weiß, dass du bewusst mutwillig immer wieder beleidigst, der kann auch nicht Buße tun und bereuen. Wer einmal von Gottes Gnade abfällt, ja, das steht in Hebräer 6, Vers 4 bis 6, der hat keine Möglichkeit mehr darauf, Buße zu tun oder zu bereuen. Wer einmal abfällt, ist raus. Und das hat mir sogar dein Bruder Rosa, also Reza Arapur, bestätigt. Wer einmal von Gottes Gnade abfällt, könnt ihr in meinen Videos gucken, der ist für immer raus. Ex-Müsli, du kommst safe, so oder so, 1.000.000% in die Hölle. So, machen wir weiter mit Kinderehe. Kinderehe findet man ganz viel im Judentum und im Christentum. Tatsächlich sind sie der Erfinder von Kinderehe. Warum? Ganz normal jüdischer Brauch. Mit 12 spätestens wurde eine Frau verheiratet. Gang und gäbe, ganz normal. Deswegen war auch Maria 12. Steht auch in Prot und Jakobus. Und mit 12 war sie verlobt und hat auch Jesus auf die Welt gebracht. Upsi, eine 12-Jährige hat euren Gott auf die Welt gebracht. Geh mal in eine katholische Kirche, lieber Paulus, Lügen Paulus. Geh mal in eine katholische Kirche. Heute kannst du immer noch als Frau 2023 mit 14 Jahren heiraten. Ich wiederhole, heute im Jahre 2023 kannst du immer noch als eine Frau in einer katholischen Kirche mit 14 Jahren heiraten. Upsi. Und jetzt kommt der Topper. Noch. Rebecca, was? 3 Sekunden? Nein, 9, 8. Okay, 2 Minuten. 1. Korinther 7 steht immer noch ab der Geschlechtsreife. Wenn du über die Reife hinaus bist, ab der ersten Blutung kann eine Frau schwanger werden und ist voll geschlechtsreif, hat sich immer noch nichts dran. Jetzt okay, halt jetzt die Klappe. Die erste Lüge ging ja schon los, dass du gerade eben gesagt hast, mit Hebräer 6. Das ist nämlich ganz falsch ausgelegt von dir und das geht um Menschen bzw. um Christen, die vom Glauben abfallen und zur Erneuerung nicht mehr erneuert werden können und zum Glauben finden. Das ist Hebräer 6, du Schwachmarkt. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber das ist so. Das hat nichts mit Beleidigen zu tun. Aber wenn du unsere Schrift so falsch deutest, so wie du auch 1. Korinther 7, Vers 36 deutest, dann wissen wir schon, was für ein Hampelmann du bist. Du hast keine Ahnung von den Schriften und versuchst dich jetzt hier bei uns irgendwie einzuschleichen und versuchen, die ganzen Christen so ein bisschen durcheinander zu bringen. Aber die Christen sind schlau und nicht wie die Muslime, die ihr Verstand ja in Allahs Bein reingeheimert haben und nicht mehr verstehen, dass Allahs Bein dass ihr euer Verstand wieder aus Allahs Bein rausholen müsst. In 1. Korinther 7, 36 geht es darum, dass nicht Kinder damit gemeint sind, sondern über ihre Reife hinaus. Das griechische Wort ist Hyperagmos. Aber du bist ja nicht in der Lage, eine Wortstudie zu unternehmen, weil du bist der Joker. Du bist vielmehr damit beschäftigt, dir die Fingernägel zu lackieren und die beste Farbe auszusuchen. Natürlich kannst du dann nicht eine Wortstudie unternehmen, um herauszufinden, was der Apostel Paulus meint, der ja über deinen Mohammed und Allah steht. Und er sagt eindeutig, dass sie über die Reife hinaus, und wenn du eine Wortstudie unternimmst, siehst du, dass die über die Reife hinaus bedeutet über ihre Volljährigkeit. Das kann jeder von euch nachschlagen. Und daran siehst du, dass der Gott der Bibel mehr Moral hat und mehr Ethik und Anstand als dein Gott, der in Sure 65, Vers 4 sagt, dass ihr kleine Babys heiraten dürft. Es gibt kein gewisses Heiratsalter. Und Al-Maududi, ein klassischer Tafsir-Gelehrter, der sagte eindeutig, dass die Muslime Kleinkinder heiraten dürfen, genau wie der Prophet Mohammed das getan hat. Mit 6 Jahren hat er ein kleines Kind geheiratet, die mit Puppen gespielt hat, und mit 9 Jahren hat er sie entjungfert. Und das könnt ihr alle nachlesen in Sahih al-Bukhari 61:30 und Sunan Abi Dawud 21:21. Da haben wir genaue Zeitangaben und genaues Alter, wo die Aisha selber sagt, er hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war, und hat die Ehe mit mir vollzogen, als ich 9 war, und ich habe meine Puppen mit rausgenommen. Welcher von euch wahnsinnigen Muslime würde in die Fußstapfen seines eigenen Propheten treten und ein 6-jähriges Mädchen heiraten und mit 9 Jahren entjungfern? Und dieses Kind, was ihr dann anfasst, spielt noch mit Puppen. Ich garantiere euch, ich würde euch von oben bis unten anspucken, wenn ich das sehen würde.
So ekelhaft ist das. Und jetzt möchte ich, dass ihr euren Propheten auf Schritt und Tritt folgt und ihm nachahmt. Wie Allah sagt in Sure 33, Vers 21. Ihr habt dann an dem Gesandten Allahs das schönste Beispiel für alle diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Also, wenn ihr also gute Muslime seid, dann folgt ihr eurem wundervollen Propheten und heiratet ein sechsjähriges Kind und entjungfert sie mit neun. Und das Schlimme daran ist ja, dass die heutigen Muslime in den arabischen Ländern, dass diese Kinderehe weit verbreitet ist und sie heute noch in die Fußstapfen ihres Propheten treten und das nicht als schlimm ansehen. Hamdi und Joker und diese ganze Banden hier, sie schämen sich für den Koran und für ihr Vorbild. Aber die in den islamischen Ländern schämen sich nicht und heiraten bis heute kleine Kinder. Wir sehen, dass sie sogar in ihren Hochzeitsnächten am Verbluten sind, aufgrund deiner ekelhaften Sekte, die ihr rausgehauen habt. Der Teufel wütet im Islam und das sieht jeder. Den Koran kann man nicht mal mehr ernst nehmen. Mohammed als Vorbild muss man sofort ablehnen. Er war von Satan besessen. Er wurde von Afrikanern beritten. Schwarzafrikaner haben den Propheten beritten. Das befindet sich in Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399, wo Schwarzafrikaner nackt auf dem Propheten rumreiten. Und der von Satan besessen war und ein Jude sogar die Macht über ihn hatte und ihn verhext hatte. Er hatte sich vorgestellt, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es niemals getan hat. Also welcher Mensch, der bei klarem Verstand ist, kann so einem Menschen folgen? Ihr folgt Mohammed in den Abgrund direkt, straight durch. Wer kann ein Blinder einen Blinden führen, sagt der Jesus, niemals. Beide fallen in die Grube und ihr seid zum Scheitern verurteilt, weil der Islam eure Gehirn kaputt gemacht hat. Das ist das. Ihr seid nicht mehr in der Lage, ihr habt keine Geistesunterscheidung mehr. Das ist das große Problem. Dann wollt ihr meinen Herrn Jesus Christus mit eurem Allah vergleichen, wo mein Herr Jesus Christus die Form eines Menschen angenommen hat, ein perfekter Mensch wurde. Was ist denn dein Gott? Dein Gott hat ein Schienbein. Du Lügner, das sind Dein Prophet okay, hat geritten wurde. Er hat gestürzt. Ich bin dran. Ich begrabe dich jetzt. Amira, okay, mach dein Bild mal schnell. Dass der Körper du hast genug Hebräerbriefe. Ich bin nicht schwul, Amir. Ich bin nicht schwul. Du musst du Busse geben. Ich begrabe dich, dieser Afrikaner auf deinen Propheten rumgerufen. Ja, das machen wir schon. Das sind Djinn. Das sind Jinn-Tudion, das sind Jinn. Okay, also, Leilatil-Jinn heißt es. Deine Kamera aus, Joker. Lass mich das reden. Lass mich genau, das reden. Genau, mach die Kamera aus, bitte. Das ist zugegeben. Yo, jetzt bist du dran, ich mach dich fertig jetzt. Das ist zugegeben, der Kaputte. Also, ja, warte mal. Also, überliefert diese Geschichte in Musnad Ahmed. Musnad Ahmed sagte, dass Ibn Mas'ud, lass mich ausreden, Ibn Mas'ud war dabei, okay? Ibn Mas'ud war dabei. Hörst du dann noch aus? Nein, warte mal. Achso, Mohammed alaihi salam hat es geschickt. Mohammed, sehr gut, ja, ich kenne das alles, du brauchst mir nicht sagen. Wir lesen das also, diese Überlieferung. Mohammed wurde von Schwarzafrikanern. Die lassen nicht reden, Bruder. Lass wir fragen mich eine ausreden. Frage. Die lassen nicht ausreden. Guck mal, Ex-Müsli. Also seid mal ruhig, Joker. Zwei Minuten. Warum hast du Angst? Jetzt lass mich ausreden. Ja, Bruder, ich hab so lange gewartet. Evangelist, sei gerecht, bitte.
So nein, viel nicht mehr von dir. Schau, wegen mir, du hast 700 da Zuschauer. Bitte, lass mich ausreden. Hast du Mohammed Ali? Alle sind wegen mir drin, du kaputter. Nein, bevor ja, du kommst, du Idiot, waren diese... Heftig, ey. Aber Bruder Urban, ich will dich jetzt reden lassen. Ich will nur eins sagen. Ich will nur eins sagen. Der Tanner. Warte. Amigo. Amir, hör zu. Mohammed a.s. geschickt zu den Djinn und zu den Menschen. Wer hat den Beliefer, dieser Yarkabuna, das auf ihm reiten? Verstehst du? Yarkabuna bedeutet, warum lachst du? Bitte mach deine Kamera aus, du schaust wie ein Monster. Also, Yarkabuna bedeutet, der Yazdahimuna, in Scharen über ihm. Diese Typen glauben, Yarkabuna, es hätte Sex mit ihm. Nein, Amigo, nicht Sex mit ihm, Yarkabuna. Aber die Fakt, Ibn Mas'ud hat das überliefert. Hör zu, Amir, lerne von mir, kein Problem. Ibn Mas'ud hat das überliefert. Er wird gefragt in Sahih Muslim. Ja, Ibn Mas'ud, warst du mit Muhammad? Er sagte, nein, ich war nicht dabei. Also, das heißt, ist daif gelogen. Okay? Lachen, weil du begraben bist jetzt. Also, Sahih Muslim, du kannst nicht weglaufen. Yarkabuna, diese Worte auf Arabisch, wenn du das wortwörtlich übersetzt, heißt er reiten. Okay? Reiten. Okay? Halt dich fest. Ja, Käfer. Ja, Amir, der Kofferbohr. Ja, Käfer. Also, dein Gott steht im Psalm 11. Yerkab auf Kirub, deine Gott. Yerkab auf Arabisch. Er reitet Engel. Was macht er, dein Gott, mit Engel? Er reitet Engel. Jesus in Lukas, in Matthäus 21, und Jesus kommt, Rakib auf Arabisch, Yerkab, Yerkabuna. Auf die Tiere. Pass auf, da sagst du, nein, Hamdi, bedeutet reitet auf Pferd. Sage genauso, bedeutet Yarkabuna auf arabischer Sprache, bedeutet, das heißt, kommen in Scharen und nicht Yarkabuna. Wann du willst, Yarkabuna, Sex, Jesus hat Sex mit Tieren, weil steht in Matthäus 21,5, Yarkabuna, das heißt, auf ihm reiten, fertig. Also, nochmal, warte, ich bin noch nicht fertig. Heute, deine Karriereende, Amir. Du hast gesagt, Hebräerbrief, das ist gelogen über Joker. Joker hat zitiert richtig. Wenn du abfallen von deinem Glauben, du kannst nicht zurück, Amir. Du kannst nicht zurück. Und Jesus sagte, wer sündigt, wird in die Hölle geschmissen. Wie oft hast du Chaka-Chaka gemacht, hä? Ha? Deine Mama hat sich gemeldet bei mir, 2017. Sie hat sich loslassen von dir, Amir. Sie hat gesagt, das ist ein Käfer, deine Mutter. Aber ich bringe das nicht, warum? Weil ich will das nicht beheben. Okay, du hast gesagt, im Korintherbrief über Reife. Warum lügst du? Lesen wir im Korintherbrief. Es steht nicht über Reife. Es steht dort, wer sich gegenüber seiner Jungfrau ungehorn und verhalten glauben, wenn seine Verlangen nach ihr stark ist, sollte tun, wozu es ihm dränge. Wenn sie es so muss, es sündigt, so sollte heiraten. Jungfrau sollte heiraten. Jungfrau, wie alt? Amigo, 7, 6, 3, ich weiß nicht. Du hast die. You choose. Du sagst, du folge Mohammed und so. Amir, hör zu. Mohammed hat geheiratet, Aisha klein. Okay, take it. Gute Argument. Warum dann Pädophilie bei euch in der Kirche? Die deutschen Meister sind Pädophilie. Die fliegen extra irgendwo, um kleine Kinder zu holen. Pädophilie über Pädophilie bei euch. Bei uns nicht. Steht nicht. Wallahi. Ich komme von arabischen Ländern. Gibt sowas nicht. Wallahi, ich kenne. Es gibt sowas nicht. Wenn die Frau heiratet, erreicht ihre Pubertät heiratet, sagte Muhammad alaihi salatu wassalam. Warum die Vorfahren von Jesus, vier Huren, erklär mir, warum David, der Vorfahren von dein Gott, der erste König, er braucht ein kleiner, junger Mädchen, um ihm aufwärmen, ja, du wirst heiß, nicht heiß, unten, deine Unterhose wird heiß, Amir, verstehst du, deine Unterhose wird heiß heute. Achso, der Vorfahren von dein Gott David, er holt sich ein kleines Mädchen, um ihn zu wärmen. Gibt's keine Decke, Amir? Gibt's keine Heizung? David, er hat keine Heizung, lachst du, ja genau. Er holt sich ein kleines Mädchen, um mit ihr Vergnügen. Steht bei dir, David, ein junges Mädchen. Ich habe die widerlegt mit Yarkabuna, Jesus, angeblich, die gleiche Worte auf Arabisch, Yarkabuna bedeutet hier reiten. Wenn du sagst, reiten Muhammad alaihi salatu wasalam, ich habe dir gesagt, nein, haben wir nicht, weil Yarkabuna bedeutet, kommen in Scharen auf ihn, weil arabische Sprache ist schwer für dich, du bist eine Schiri gewesen, Iraner, du kannst nicht Arabisch. Also, du sagst, Muhammad hat mit Jinn, ich sag dir, Jesus hat auch Sex mit den Tieren, weil steht dort Yarkabuna auf Arabisch und Jesus ist frei, ich bin nicht schmutzig wie du. Also, hör mal, Amir, ich sag's dir.
Ich rufe dich zu einer Debatte auf meinem YouTube-Kanal. Mann gegen Mann. Mit Quelle und debattieren wir. Nimmst du das an oder nicht? Gewalt. Du kriegst immer über Gewalt. Christentum, Islam. Bist du bereit, mich zu debattieren? Wallahi, ja Amir, ich beende deine Karriere. Wallahi. Nimmst du die Debatte an oder nicht? So, beginnen meine 5 Minuten. Dankeschön. Also, das erste Mal finde ich sehr interessant. Amir kommt rein, anstatt dass er ein großes Vorbild ist, wie er immer so tut, fängt er mit Ad hominem Angriff an. Ja, Ad hominem Argumente. Ad hominem, für die, die keine Ahnung haben, geht eigentlich da. A stinkt, daher ist seine Aussage falsch. Unser Amir greift uns hier an und beleidigt. Locker einer soll seine Fingernägel lackieren und so. Versucht ihn damit hier vor diesen 800-900 Zuschauern zu demütigen, aber geht gar nicht auf die Argumente ein, die wir gestellt haben. Ich habe Pavlos etwas gefragt, keine Antwort. Ich habe Amir etwas gefragt, keine Antwort. Aber es werden persönliche Angriffe gemacht, als wäre das dann ehrenwert und anscheinend vom Heiligen Geist, ja? So, das nächste ist, unser Amir macht Gish Gallop. Für die, die keine Ahnung haben, einfach mal googeln, Gish Gallop. Das heißt, er versucht wie Trump einfach uns mit, ich sag's jetzt mal, mit Scheiße zu überziehen, Entschuldigung für den Ausdruck, TikTok sportlich, ja, und redet ohne Punkt und ohne Komma und haut raus und haut raus und haut raus, aber kommt gar nicht zum Punkt. Amir hat interessanterweise gesagt, der Gott der Bibel wäre mit Ehre und Anschluss nicht wie der Gott des Koran so schlimm und so weiter und so fort. Schauen wir uns das doch mal näher an, das ist doch mal eine Prüfung wert, weil Ex-Müsli möchte uns ja bitte zum Ding einladen, zum Herrn Jesus Christus, wie er immer so schön sagt, ja. Nach Jesaja 13, 16 heißt es, Frauen sollen geschändet werden vor ihren Augen, die Kinder zerschmettert werden und ihre Häuser geplündert werden. So, das ist Gott der Liebe, ja. Angeblich, ich, der Herr, ich ändere mich nicht, heißt es, ja. Dann geht es weiter. Der Vorfahre, und das habe ich schon mal gefragt, aber Amir und Pavlos gehen nicht drauf ein. Wieso sollte der Vorfahre von Jesus, David, und er soll den Thron Davids bekommen, die Vorhaut von 100 Männern sammeln als Brautgabe? Kann mir das bitte einer der Christen erklären? Was möchte der Gott, ja, von David, weil das sollte er ja machen für Saul, ja, die Vorhäute sammeln. Er ist mit seiner Armee rausmarschiert, hat 200 Philister, glaube ich, oder so genommen und hat die Vorhäute gesammelt und hat sie gebracht und Gott war zufrieden mit ihm. Das steht, wenn man später nachliest, in 1. Samuel 18, 25 und FF, ja, also fortführend. Ja, dann im Psalm 137 heißt es, die Kinder sollen zerschmettert werden an einem Felsen und es wäre gut. Wo ist da bitte die Liebe? Wo ist da die Gnade für die Kinder? Psalm 137, 9. Im Psalm 139, 19 heißt es dann, Gott soll doch bitte die Gottlosen töten. Hey, ich dachte, ihr sollt uns lieben. Ich dachte, ihr sollt für uns beten, wenn wir euch verfolgen angeblich und so weiter und so fort. Aber hier heißt es, er soll die Gottlosen töten. Ja, was ist denn da los? Ich, der Herr, ich ändere mich nicht. Ja? Dann heißt es in 1. Samuel 15, 3. Der Befehl geht aus, alle zu töten. Kinder, Frauen, Säuglinge. Ich habe letztens einen Stream drüber gemacht. Da war leider der Ex-Muslim und Pavlos und andere Christen nicht wirklich bereit. Ein paar Christen haben gemeint, ja, so ist es halt, ne? So ist halt Gottes Befehl. Aber erklärt mir mal, warum sollen Säuglinge umgebracht werden? Was haben die Säuglinge für mit den Fehltritten vielleicht ihrer Vorväter oder ihren Eltern zu tun? Ja, was soll das? Was soll das? Wo ist da der Gott der Liebe? Ex-Muslim, erklär's mir doch bitte. Du bist doch so bewandert. Ja, du weißt doch sogar, dass der Tanach von Moses geschrieben worden ist. Unglaublich. Jeder Jude schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ja. Dann in Josea 11, 4, und das ist wirklich der Knaller, da gibt's keine Ausreden mehr, heißt es, alles wurde getötet, was Odem hat. Jetzt wissen die meisten Deutschen nicht, was ein Odem ist. Ja, es heißt aber, das ist ein altes Wort, für Atem. Das heißt, alles, was Atem hat, alles, was atmet, sollte getötet werden. Da können sich die Christen da unten in Community hier beiträgen, können sich hier lustig machen in einem Chat. Aber es steht halt in eurer Bibel. Setzt euch damit auseinander. Ja, das wäre eigentlich der richtige Umgang. Alles, was Odem hatte, das heißt, in dieser Stadt, in diesem Dorf, musste umgelegt werden.
unglaublich. Und der Urban hat nichts Besseres zu tun, als dann so etwas Kindisches zu machen. Das zeigt halt sein Benehmen, sein Achlak, würden wir sagen, ja. Das zeigt seine geistige Reife und welch Geisteskind es ist, ja. Zu guter Letzt, Matthäus 13,41, Jesus sagt sogar, er möchte seine Engel aussenden und alle diejenigen, die Sünde getan haben, in den Feuerofen schmeißen, denn da wird Zähne klappern und Zähne knirschen sein. Das ist die Liebe. Oh, danke, dass ich endlich dran bin. Leute, ich wollte euch mal was zeigen, mit was für Leuten wir reden. Hamdi, zieh dich warm an. Ich spiele das mal ab, ich vergolde meine Zeit. Guckt euch mal Hamdi an. Guck mal, was der für Gesten macht. Guck mal, er sagt kindisch. Guck mal, was kindisch ist. Guck mal ganz genau. Er will jemanden den Kopf abnehmen. Dann fragen wir Hamdi, was hast du gemacht? Du bist eine Schlange der Lügner und nicht beleidigt. Ich habe nichts so gemacht, habe ich so gemacht. Aha, Hamdi, du Schlange Lügner. Jetzt gehe ich mal auf Amir seinen Punkt ein. Überliefert von Musnad Imam Ahmad. Wir lesen mal zusammen vor, Leute. Ich lese das so gerne für euch vor. Das ist mein Lieblingshadith, ne? So, und ich... Warte, ich gehe mal zurück. Sehe nicht, dass ihre Seiten lang sind und wenig Fleisch haben. Er sagte, also kamen sie und begannen den Gesandten Gottes zu reiten. Er rezitierte ihnen, oder stöhnte er. Er sagte, und sie fingen an, zu mir zu kommen, mich aufzudrängen und sich um mich herumzulehnen und mich zu spalten. Oh oh, begangen sie die Morgen, bla 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 bla. Hamdi, ich lese das nicht vor, weil ich habe wenig Zeit. Hamdi, bitte erklär mal, wieso man deinen Propheten geritten hat, obwohl es in Sunan ibn Majah 2562 und Jami al-Tirmidhi 225 heißt, wenn jemand sowas macht, Männer unter sich, sollen beide gesteinigt werden, ne? Haben die hier überliefert von Usman Ahmad. Sie haben den Propheten geritten und er sagt, dass er danach Poposchmerzen hatte, ne? Also nichts mit bla bla bla, ne? So, jetzt gehe ich zu meinen Punkten ein, Leute. Ich lese mal vor, was haben die seine Gelehrten, das habe ich mir extra geholt, zur Kinderehe sagen. Das Buch von Al-Mabsud vom Imam al-Sakasi und was die Strafe im Falle der Sex-Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hinangeht, die aufgrund ihres sehr jungen Alters von niemandem Sex begehrt wird, es gibt keine Strafe. Es ist erlaubt und es ist auch erlaubt, sie anzufassen, selbst wenn ihr Körper und Intimbereich noch nicht ausgereift ist. Al-Mabsud al-Sakasi schreibt weiter, wenn ein Mann Sex mit einem kleinen Mädchen hatte und sie durch ihnen seine Unschuld verlor, dann wird hierfür keine Strafe fällig. Das Vergnügen war einseitig, da ein kleines Mädchen aufgrund ihres jungen Alters noch kein Sex-Vergnügen empfinden kann und somit war der Mann mit ihr auch nicht unzüchtig. So, ich möchte, dass die Muslime mir antworten, warum der Prophet geritten wurde von Jins, die aussahen wie 10 nackte PNS, ne? In einer anderen Überlieferung heißt es, sie sahen aus wie nackte PNS. Sie haben den Propheten geritten, er hatte Poposchmerzen, steht da. Obwohl es in Jami Tirmidhi 225 und Sunan ibn Majah 2562 heißt, es müssen beide gesteinigt werden. Also somit hätte der Prophet und die Jins die Steinigungsstrafe erwartet. Ja, und ich wollte euch nur mein Al-Burak zeigen. Den habe ich mir extra für euch Muslime gekauft. Wenn ich das Thema debattiere, dann habe ich den immer neben mir. Der bringt mir Glück. So, Leute, Quod Eros Demonstrantum. Ich hab's bewiesen, danke. Ich gebe meine Zeit an Amir. Ich wollte jetzt nur auf Ihre Argumente eingehen. Mein Punkt kommt gleich noch. Mein Punkt kommt gleich noch. Bruder, du kannst meine Zeit jemand anders geben. Ich bin fertig. Okay. Ja, also zu dem ersten Punkt, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören mich sehr gut.
Ja, also ich möchte ein paar Punkte hier ansprechen, was dieser gehirngewaschene Kalima TV da sagt, der jetzt zum Islam konvertiert ist und hofft, dass Allah ihm 72 Jungfrauen gibt, die, und der einen immer erigierten Palmen-Penis bekommt, wie sein Prophet ihm versprochen hat. Da sagt er, ich hätte gesagt, dass der Tanach von Mose geschrieben wurde. Das habe ich niemals gesagt. Ich habe gesagt, die ersten 5 Bücher von Mose sind von Mose geschrieben. Die Tanach sind die Propheten. Wann habe ich denn was anderes gesagt? Zweiter Punkt. Dass du gesagt hast, dass der Gott der Bibel ein ungerechter Gott ist, weil er auf verschiedene Völker sein Urteil spricht. Wenn du den Kontext beachtet hast, du kleiner Lümmel, du, dann hättest du gemerkt, dass diese Völker auch sehr, sehr schlimme Dinge getan haben. Zum Beispiel Amalekiter, die Israel belagert haben und die sie angegriffen haben. Das erwähnst du auf einmal nicht. Wie gehst du denn damit um, dass der Allah sagt in Sure 3, Vers 3, dass er die Tore herabgesandt hat und er auch die Kriegstexte im Alten Testament auch prüft? In Sure 2, 248 bis 258, 252 meine ich. Sure 2, 248 bis 252. Nicht zur Vergeltung, sondern er prüft das und sagt, ja, das sind meine Kriegstexte, was David und die ganzen Propheten getan haben. Du siehst also, dass du deinen eigenen Gott wie ein Atheist beleidigst und dementsprechend runterziehst. Aber wenn du schon von Ungerechtigkeit sprichst, wie gehst du dann um mit deinem eigenen Teufelsgott, der auf einmal durch Vermutungen in Sure 18, Vers 74 einen kleinen unschuldigen Jungen von Al-Khidr umbringen lässt? Leute, geht bitte alle zu Sure 18, Vers 74, schlagt den Tafsir von Al-Jalalain auf. Der Tafsir sagt uns, dass dieser Junge das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hat. Da hat der Al-Khidr seinen Kopf abgeschnitten von dem kleinen Jungen, hat den rausgerissen von dem Jungen und gegen eine Wand geklatscht. Das unter Vermutungen nur. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Gott ist. Weiter geht's zu der Kinderehe. Gehen wir darauf nochmal ein. Jetzt stellt euch das mal vor. Die sunnitischen Muslime haben die 4 großen Rechtsschulen. Eine davon ist die hanbalitische Rechtsschule. Das ist Imam Ahmad Hanbal. Einer der größten hanbalitischen Gelehrten ist derjenige, der Al-Mughni rausgehauen hat, das ist Ibn Qudama, das könnt ihr mal gucken, nachgoogeln. Ibn Qudama, sein Buch ist Al-Mughni. In Band 10 auf der Seite 152 lesen wir, dass es keine Strafe gibt für einen Mann, der seinen Finger in die Vulva eines kleinen Kindes reinsteckt. Weiterhin heißt es, wenn eine Frau den Penis eines Kleinkindes in sich reinführt, der noch nicht das Alter von 10 Jahren erreicht hat, es gibt keine Strafe für ihn. Schaut euch diese Drecksekte an. Und das lassen wir jetzt so in Deutschland. Das ist das Kranke, was wir hier haben. Und dazu haben wir noch den Propheten von denen, den sie folgen, der ein 6-jähriges Kind angefasst hat, wo der sich jetzt entschieden hat, dieser gehirngewaschene deutsche Kalima TV, der jetzt denkt, dass er 72 Jungfrauen bekommt und einen immer erigierten Palmen-Penis in Tuhfatul Habib al-Shah al-Khatib, dass er mit zwei seinen, auf der Seite 352, dass er mit zwei seinen Schwestern gleichzeitig SEX haben darf und mit jeder weiblichen Verwandte auch noch SEX haben darf. Schaut euch an, was der Kranke, für was für eine kranke Sekte der sich entschieden hat. Das müsst ihr euch mal geben. Was der getan hat, der hat also die Liebe Gottes in Jesus Christus verlassen für eine Religion, wo er 72 Jungfrauen bekommt, einen immer erigierten Dauerpalmen-Penis. Er ist damit beschäftigt, Jungfernhäutchen zu zerfetzen und die Hintern der Huris sind 1,6 Kilometer breit. Musnad Ahmad Hadith 511, das war's. Knockout für den Islam, auf Wiedersehen. Und dein Prophet wurde geritten von Afrikanern. Lüg nicht, wir haben den Hadith da. Du willst mit mir hier spielen, Hamdi. Du willst den Finger in kleine Kinder Vulva reinstecken, du Widerling. Du Widerling. Du willst also deine Religion hier praktizieren, in Al-Mughni? Erzähl uns mal ein bisschen, was Ibn Qudama dir mitgibt. Erzähl den Leuten mal von deiner Religion. Wie die Ausleger des Islams Sure 65, Vers 4 interpretieren, Hamdi. Willst du den Leuten mal die Ehrlichkeit, sag mal ehrlich einmal in deinem Leben, steh mal zu deiner Religion. Schlag mal Tafsir Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain, alle, was die zum Thema Kinderehe sagen. Ja, es ist erlaubt. Mohammed hat selber ein Kleinkind auseinandergenommen. Würdest du denn ein Kind anfassen, das mit Puppen spielt, Hamdi? Er ist ja dein Vorbild. Sag mal, du, Kalima TV, würdest du ein kleines Kind anfassen von 6 Jahren? Hast du pädophile Neigungen, dass du zum Islam konvertiert bist, um deine Pädophilie auszuleben? Ja.
Oh, ich bin dran, oder was? Jawohl, ja. Okay. Eine Sache, die ich ganz oft beobachten muss, besonders bei Ex-Müsli Amira, ist, dass er immer wieder mit Schia-Quellen kommt. Das ist so, wie wenn ich mit außerbiblischen Quellen komme, mit irgendwelchen Meinungen, die er eh nicht annimmt, sondern ablehnt. Er kommt immer wieder mit Sachen, wir haben zwei Quellen im Islam, einmal den Koran und einmal die Sunna, die Ahadith. Er kommt mit Schia-Quellen und das Interessante ist, er erzählte ja mal, dass im Islam es erlaubt sei, dass ein Muslim mit seiner eigenen Mutter und seiner eigenen Tochter schlafen dürfe und zwar gleichzeitig. Warte. Wer war nochmal ein Schiite gewesen? Oh, stimmt ja, Amira. Das heißt, der muss ja seine eigene Mutter gebankt haben. Jetzt verstehe ich, warum er den Glauben verlassen hat. Denn Muslim war er ja nie gewesen. Er war ein Schiite gewesen. Und wer mal richtig, schiitische Quellen, dass man seine eigene Mutter und seine eigene Tochter bangen darf. Amir, jetzt verstehe ich, warum du den Glauben verlassen hast. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, normal, Bruder. Ich fühle mit dir. Hast du auch deinen Papa oder nur die Mama? So, gucken wir mal weiter. Du willst Inzestgeschichten? Weißt du, wo du welche findest? In deiner heiligen Bibel. Eine Frage, ist die Bibel heilig, ja oder nein? Ich übernehme die Antwort für Amira. Sie wird wahrscheinlich sagen, die Bibel ist heilig. Okay, die Bibel ist heilig. Warum gibt es nirgendwo so viele Inzestgeschichten wie in der Bibel? Amnon hat seine eigene Schwester vergewaltigt. Bunga bunga. Wie geht das? Ein offizieller, direkter Vorfahre von Jesus. Noch einmal. Ein Vorfahre von Jesus hat, ein direkter Vorfahre, hat seine eigene Schwester vergewaltigt, Junge. Das steht in deiner Bibel, du Lappen, und du redest noch. Wer noch? Judas. Judas hat seine eigene Schwiegertochter gebankt, Junge, obwohl sie seine Söhne heiraten sollte. Oh mein Gott. Und Judas ist genauso ein offizieller Vorfahre von Jesus. Oh shit, Digga. Die Vorfahren von Jesus sind alles Inzest- und Unzuchttreibende. Dein Gott, an den du glaubst, ist ein Inzestkind und du hast eine Klappe wie ein Esel auch noch. Egal, machen wir weiter. Noch ein Prophet aus der Bibel. Lot, ein indirekter Vorfahre, Neffe von Abraham, hat seine eigenen Töchter geschwängert. Bro, was laberst du? Der hat seine eigene Töchter geschwängert. Und die Ammoniter sind die Vorfahren von Jesus. Junge, das ist so peinlich. Du willst Inzest und Unzucht, findest du in deiner Bibel. Also, Jesus ist offiziell aus drei Richtungen, aus Unzucht und aus zwei Richtungen, aus Inzest entstanden. Jemand nannte eben Al-Burak, ihr Vollidioten. Al-Burak gibt es sogar in der Bibel. Ein Pferd mit Flügeln, das fliegt. Steht in eurer Bibel. Ihr seid so... Ich finde keine Worte mehr dazu. Oh mein Gott, wo soll ich ansetzen? Rebekka war eine Jüdin. Wie alt war Rebekka, als sie Isaac heiratete? Ja, richtig, 3 Jahre alt. Warum? Rebekka war 3 Jahre alt und eine Jüdin. Ich betone nochmal, sie war keine Christin, sondern eine Jüdin. Was steht im Tanach? Eine Frau darf ab dem Alter von 3 Jahren und einem Tag heiraten. Das steht im Tanach, Mann. Im Talmud, Entschuldigung. Das steht einfach offiziell im Talmud. Wo genau? In Sanhedrin 7, Spalte 55b. Junge, das steht da drinne. Und Jesus und Rebekka und Isaac waren noch einmal laut eurem Verständnis Juden und sie haben sich an die Gesetze und die Gebote gehalten. Was steht im Talmud? Das sind die Gesetze. Das sind die mündlich überlieferten Gesetze, Junge. Rebekka war einfach 3 Jahre alt und du hast eine große Fresse immer noch wie ein Esel. Aber wir gucken mal weiter. Im Neuen Testament, ich sage im Neuen und nicht im Alten, steht, dass Unzuchttreibende und Lästerer und Beleidigende in die Hölle kommen. Gucken wir mal, wer so alles Unzucht treibt. Oh, hier hat mich mal ein Mädchen angeschrieben. Schau mal, wer? Kennst du bestimmt? Deine Ex. Ich glaube, ihr seid immer noch zusammen. Upsi, sie hat mir geschrieben, dass du sie gebankt hast. Oh shit, hier, guck mal. Hä, was ist los? Was ist los? Guck mal, die nächste. Was ist los? Lass ihn mal reden. Mal, ey, lass mich aus, ey, guck mal. Die nächste, die mal reden. Sein. Danke, ey, lass dich mal Bilder schicken. Guck mal, Nacktbilder. Guck mal, Nacktbilder. So, perfekt. Warte mal ganz kurz. So, Joker, du machst hier irgendwas, private Sachen, das geht erstens gar nicht. Was du da gerade machst, was soll das? Private Sachen. So, deswegen, tut mir leid, raus, das geht nicht. Ja, Bruder. Ja, genau. Der Joker ist auch raus, das ist richtig. So, was man jetzt sagen kann, ja, der hat ja gerade zitiert, dieser Joker, ne? Ja, der hat Schia-Quellen benutzt und so weiter. Komisch, dass dieser Typ, weil er sagt ja selber, ja, ich nutze keine Quellen, so wie bei euch, ich nutze eure Quellen. Ja, Talmud, was hat der Talmud jetzt mit der Bibel zu tun?
Das sind Menschengebote auch noch. Also es ist ja schon mal raus mit seinen komischen Aussagen. Da hat den schon mal disqualifiziert. Ja, genauso wie die katholische Kirche oder sonstiges. Wir haben die immer da zitiert, auch nur disqualifiziert. Gar keine Ahnung. Ja, und warte, dann, Name wollte was sagen. Warte. Was soll? Jetzt bin ich dran. Ja, genau, richtig. Warte. Bin ich dran? Okay, danke. So, warte ganz kurz. So, weil Privatsphären, so, das geht gar nicht. Das Schlimme an der Sache ist, dieser Typ, der denkt wirklich, dass das meine Ex-Freundin, Ex-Frau wäre. Guck dir das mal bitte an, was das für ein peinlicher Freak ist. Nur über mich Lügen erzählen, nur über mich Sachen erdichten, das kannst du keinem Menschen erzählen, was hier auf TikTok los ist. Wie dreckig muss man nur sein, wie dreckig. Habt ihr gesehen, wie der meine Mutter beleidigt hat? Aber ich beleidige seine Mutter nicht. Seine Mutter kann nichts dafür, dass der so ein Dreckhaufen ist, dieser Typ, der sich Fingernägel lackiert vor der ganzen Welt und die Leute lachen ihn aus und dann denken die, was für ein Dreckhaufen haben wir überhaupt geboren, so ein Mistkörper so. Versteht ihr, der sich da schminkt, in der Öffentlichkeit so rumläuft, Zigarette raucht und so wie so ein Affe daherkommt und rumhüpft und alles mögliche und dann sagt er noch, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Was meinst du, wie die Eltern sich fühlen müssen für so einen Müllhaufen? Ehrlich. Aber kommen wir mal drauf zurück, was er da gesagt hat. Der sagt, ich benutze Schia-Quellen. Man sagt auf einmal, dass ich irgendwelche schiitischen Quellen einblende, um meinen Standpunkt zu prüfen. Nein, absolut nicht. Gar kein bisschen. Wenn ich Schia-Quellen erwähne, wisst ihr alle, dass ich sage, das sind schiitische Quellen. Immer, bevor ich irgendwas sage. Immer und immer und immer wieder. Ihr müsst euch mal vorstellen, was diese Leute betreiben, um nur den Islam mit Lügen zu verteidigen. Vor euren Augen, ihr seht das. Denen ist ihre Seele so völlig egal. Ne? Die haben so... Alle reden können, ja? Was? Ich mach dieses Showtimer weg, ja? Ne, das ist egal, die Leute können ja kommentieren, die sollen aber vernünftig sein und. Ich bin dran jetzt, warum ist so? Ich bin dran. Amir redet zweimal, es geht nicht. Amir redet zweimal, es geht aber nicht. Bruder, der ist dran, okay. Ich wollte nur was klarstellen. Du okay, hast pass, weder, klar, keiner von euch hat irgendwie was alles mit meiner Ex-Frau zu tun gehabt. Nein, warte mal, ich rede Blödsinn jetzt, okay. Deine Argumente werde ich von deinen Augen auseinandernehmen. Okay, ja. Nein, ich bin dran. Also, ja, du lügst. Nein, haben die ist nicht dran. Haben die ist nicht dran. Ami wird jetzt reden. Nein, warte, ich mach ihn, weil sonst sagt er das unfair. Warte, sonst sagt er, das ist unfair. Redet, ich bin dran, danke schön. Also, du lügst, Urban. Du schau wie ein kleines Kind, schau, was er macht. Schmeiß ihm raus, was Kleinkind. Du hast gesagt, Popo in dieser Hadith hat weh. Möge Allah die verfluchen. Wo steht Popo? Ja, Käfer, ja, Kerem. Du bist eine Lügner, steht nicht Popo. Und ja, Kabune, Überraschung. So, willst du diese Hadith authentisch? Kommen wir. Es ist nicht authentisch, aber take it, okay? Steht dort, walaysa alayhum hin. Also, wer von euch Arab spricht? Amir, du Arabisch sprichst Hinde. Amir, du sprichst Arabisch, oder? Was bedeutet walaysa alayhum hin? Diese Djinn, die haben keine hin. Was bedeutet? Die haben keine Privatteil. Wie können die Mohammed mit dem Sex haben? Bumm! Möge Allah euch vernichten, ihr Lügner. Also, in diesem Hadith steht ja, Kabuna bedeutet nicht reiten. Das ist eine Übersetzung verfälscht. Ich bin zum Beispiel in meinem Namen auf Arabisch Sa'id. Wenn du das übersetzt, dann sag mal happy. Du kannst nicht zu mir sagen, Hamdi, du bist happy. Nein, mein Name ist Sa'id. Sa'id bedeutet happy, stimmt? Aber Name bleibt. Also, Yerkabuna bedeutet nicht reiten, bedeutet hier, Yazdahimuna. Kommen nicht. Tu ihn bitte weg, dieses kleine Kind. Mit solcher debattiere ich nicht. Okay, tu ihn weg, bitte. Also, die Kamera ausschalten. Und gib mir eine Minute, hat mich gestört. Also, nochmal. Diese Hadith steht, dass diese Djinn, überliefert von Ibn Mas'ud, diese Djinn, die haben keine Privatteil. Wie können die mit Mohammed was tun? Ne? Du Lügner. Wir kommen noch. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Wird gefragt, Ibn Mas'ud, warst du mit Mohammed alayhi salatu wasalam? Sagt er, nein, ich war nicht dabei. Das ist dieser Hadith, ist Mursal. Und Mursal gehört zum Daif, du Lügner. Siehst du das? Also. Nochmal, Yerkabuna bedeutet nicht Sex haben. Deswegen, dieser Wort, Yerkabuna, steht in Bibel und Jesus, Rakibun ala Himar, das heißt, er reitet auf ein Tier, bedeutet, hat Sex mit Tieren? Nein, es heißt Yerkabuna, es heißt, kommen in Scharen auf ihm. Kommen in Scharen auf ihm. Also, noch dazu, du hast gesagt, die Schierquelle, du hast gesagt, Allah sagt, wala tajmu'u al-ukhtayn, und
macht eure Geschwister nicht zusammen. Du hast gesagt, kann man zusammen. Aber ich will schlafen. Kann man zusammen zwei Geschwister. Du bist eine Lügner. Koran steht, wala tajma'u. Und keine zwei Geschwister zusammen. Das ist Sheikh Quella, was du gebracht hast. Und diese mit dem Finger, mit Mädchen. Das ist alles Schia. Deswegen bist du weg von Schia. Das ist Schia, nicht mit Islam. Und du hast gesagt, Ibn Qudama sagt das sogar, was du zitiert hast. Wenn die kleine Mädchen, nicht geben zu den Mann, bevor die sie Pubertät haben. Ich mehr alle Rechtsschule sagen, darfst du nicht. Okay? 72 junge Frau, du bekommst 100. Jesus sagt in Matthäus 19, 12 und 12, 19, du bekommst 100 junge Frauen im Paradies. Du hast gesagt, der kleine Kind in Surat al-Kahf und du magst du Jalalain, hat seinen Kopf gerissen. Du bist eine Lügner. Jalalain sagte in diesem Hadith, angeblich hat ihm seinen Kopf geschwungen gegen die Wand. Angeblich. Und das ist eine, sagt er, und das ist nicht authentische Jalalain. Du Lügner. Ihr lügt über Lügen. Tora im Koran, du sagst Tora, weil diese Totenbefüllung in dem Alten Testament sagt er vom Koran. Nein, ist Koran gekommen, um euch zu korrigieren. Weil Gott befiehlt nicht, Moses kleine Kinder zu töten, wie in Numeria. Und lasst kleine Baby für euch am Leben. Warum? Bunga bunga mit denen, ne? Spaß zu haben. Numeria, wer hat diese Befehl? Dein Gott. Allah hat das nicht herabgesandt. Die Tora ist verloren gegangen. Surat Kahf habe ich widerlegt. Alhamdulillah, du bist eine Lügner. Kleiner Kind, Ahmed ibn Muhammad, habe ich das wieder. Du hast gesagt, du hast eine Penispalme. Wallahi, dieser Hadith ist Nummer 4, 4, 9. Eine Lüge, dieser Hadith existiert nicht. Es ist erfunden. Hat eine Penis wie eine Palme. Du lügst. Aber soll ich dir was zeigen? Josebi sagte, dass Juda gestorben mit einer riesen Privatteil-Penis. Von dir aus der Penis kommt Eiter. Da kann nicht einmal über Straße gehen. Das ist eure Quelle mit großer Penis, okay? Und habe ich gesagt, die zwei Schwestern darf man nicht zusammen. Und Jerkabune, du Lügner, steht nicht Popo. Wo steht Popo? Möge Allah die verfluchen, ihr Lügner. Weil ihr seid Pido, ihr seid krankhaftig, deswegen ihr seid verrückt nach Kindermissbrauchern. Ihr seid Missbrauchern, Amir. Und du weißt du das ganz genau. Du kommst von den Schia und die Schia erlauben Sex mit kleinen Baby. Im Islam nichts. Ich mehr darf man nichts mit kleinen Kindern schlafen. Ich mehr. Dieser Sura, du musst du Hadith gehen. Muhammad al-Sassam sagte, du musst gefragt. Fertig. Fertig, fertig. Zack, bumm. Amdi, erzähl nicht so. Lass mal Amir reden. Kann ich reden? Nein, Amir. Warum haben wir zweimal und dreimal? Nein, wir haben zwei Christen. Nein, lass lieber zum Hadith zwei Christen. Dann haben wir geredet, jetzt wir sind dran. Das ist ernst, hör auf damit. Evangelist, ich gehe runter und hol für mich Babylon hoch. Ja, Evangelist, ich gehe runter. Nein, bleib drinnen, du. Evangelist, ich gehe hoch, hol bitte Babylon. Bleib drinnen, ich. Warum, seid ihr keine Männer? Holt ihr Babylon, Schabylon? Ihr seid keine Männer? Guck mal, haben die Angst vor Babylon? Haben die zittert schon? Warum habe ich Angst? Hab ihn begraben mit Israel. Where is he? No, bring him back. Bring him back. Let me cook him. I've been running after him all over, brother. Bring him back, please. Let me cook him. Hier, Bruder Danny, was ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt auf jeden Fall raus, ne? Aber es muss schon ein geordneter sein bei sowas. Aber man hat gesehen, der Hamdi ist nur noch auf meine Aussage eingegangen mit Aisha, weil er behauptet, dass die hat freiwillig. Babylon kommt, ja, Hamdi, warte mal bitte.
Die hat, der behauptet ja, die hat freiwillig. Brother, bring him back, please. Gibt let me cook him. I've been running after him for a while. Lass mich rüber. I want all the Dawa guys here today. Bring him back. Wait, please. Evangelist, haben wir da live an? Guten Abend, Gottes Segen. Seid mal alle ruhig, bitte jetzt. So. Folgendes, haben die jetzt noch immer nicht auf die Aussage eingegangen, weil Aisha ist nicht freiwillig hingegangen, denn er behauptet ja ganz halt freiwillig, sie war atemlos, hat sie natürlich dann Angst gehabt, weil welcher Mensch ist atemlos, dann heißt das Panik entsteht. Ja, und das habe ich durch den Sahih al-Bukhari, sein Muslim und so weiter alles gebracht, das war ja am Anfang des Gesprächs, haben die jetzt null darauf eingegangen, ganz überhaupt nicht, von keiner einzigen Aussage ist er bei mir reingegangen. Ja, ist eingegangen. Sei mal kurz bitte ruhig, liebe Schwartis, ich habe schon ABZ widerlegt, sehr ruhig. Also, der null davon eingegangen, liebe Schwartis, bitte, sei jetzt mal ruhig. Okay, null von diesen Aussagen eingegangen. Deswegen sieht man. Boah, liebe Schadi, es geht ohne Spaß jetzt. Sag mal bitte jetzt ruhig. Lass mich doch reden. Lass mich doch reden. Lass mich doch eine Sekunde reden. Stop screaming. Stop screaming. Mein Junge. Stop screaming. Jeder redet einmal. So, Showtime. Jeder redet einmal. So. So. Oder Danny, null auf die Aussagen eingegangen. Da sieht man, der Islam wurde A bis Z zerstört. Amir hat nochmal einen draufgelegt. Oban hat nochmal die Beweise nochmal dazugelegt, damit die es nochmal mit eigenen Augen sehen. Der wurde A bis Z zerstört. Die sind null auf unsere Aussagen eingegangen. Null. Die haben dann immer Thema gewechselt. Ein Thema nach dem anderen. Daran sieht man, was ein Armutszeugnis das ist. Und liebes Nomadis, habe ich schon letztes Mal widerlegt, der hat in meinem Video, in meinem Stream zugegeben, dass Sure 65 Vers 4 Kinder gemeint sind. Das hat er zugegeben. Und ihr glaubt mir nicht, hier, ich gebe euch jetzt alle Tafsire noch dazu, damit das jeder hier sieht, was immer hier gemeint ist. Warte bitte. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das ist Ibn Kathir, da steht ja drinne. Ne, das gleiche gilt für die Jungen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Idda dauert 3 Monate. Da sehen wir ganz stark, ganz, ganz stark natürlich Kinder. Gucken wir Ibn Abbas. Ibn Abbas lehnt natürlich der Liebe zum Hadis ab, aber Ibn Kathir hat er nicht abgelehnt. Aber ich zeige trotzdem nochmal Ibn Abbas, der sagt auch, oh Gesandter Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, aufgrund ihres jungen Alters beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Sind die noch immer alle nicht richtig drauf eingegangen? Aber wenn der liebe Swadis gleich redet, der wird dann wenn schon sagen, Ibn Abbas ist nicht authentisch, hier ist das kein Problem. Ibn Kathir habe ich gerade gezeigt, er ist authentisch, er hat es bestätigt. Und du bist nicht größer als Ibn Kathir. Wer bist du, dass du dann sagst, du bist größer als er? So, dann habe ich das schon mal gezeigt. Dann sehen wir, dass Mohammed selber es so ausgelebt hat und Geschlechtsverkehr mit einem Kind hat. Sein liebe Swadis ist da geflüchtet und hat mir gegengeredet, wo ich so gezeigt habe, das zeige ich euch jetzt, wo Mohammed Geschlechtsverkehr mit Aisha hatte, da ist, wie gesagt, haben die aufgeflohen und da will ich drauf eingehen und ich wiederhole es nochmal, weil es für Vergessenheit geraten ist. So, was steht denn da? Sunan Nasa'i 3378. Es wurde überliefert, dass Aisha sagte, der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich 6 war und vollzog die Ehe mit mir, als ich 9 war und ich pflegte mit Puppen zu spielen. Warum gehen die Menschen nicht darauf ein, auf diese kranke Pädophilie, die man hier sieht? Das ist einfach nur abartig und eklig und sollte eigentlich direkt in Gefängnis geworfen werden. Das ist so nicht mal normal, sowas Abartiges. Und wenn der liebe Swadis gleich redet, wird er sagen, steht da irgendwo, die hat einen Geschlechtsverkehr? Nee, da steht nur, der vollzog die Ehe mit ihr. Was heißt denn, der vollzog die Ehe mit mir? Haben die Mau Mau gespielt nach der Ehe? Laut deiner Logik haben die Mau Mau gespielt, ja? Aber wenn das deine Logik ist, bitteschön. Die haben die Ehe vollzogen. Die Ehe vollziehen heißt Geschlechtsverkehr. Und da haben die es nicht drauf eingegangen. Wie ich auch gesagt habe, Aisha war nicht freiwillig, die war atemlos, hatte Angst gehabt und hat sogar ihre Haare ausfallen lassen. Das ist physische Krankheiten, hat sie bekommen, 3 Jahre lang. Und das ist Katastrophe. Das ist abartig, dass man noch darüber streiten muss, reden muss. Ne? Das ist schon krank langsam. Deswegen, meine Lieben, an die Muslime, die zuschauen, denkt jetzt nach, der Islam ist eine Katastrophe. Jesus Christus ist die Wahrheit. Niemand kann behaupten, er sei die Wahrheit. Denn ich sage es dir hier und jetzt. Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sage ich hier und jetzt auch noch, keiner hat den Koran bestätigt, also prophezeit. Keiner hat die Hadith prophezeit. Keiner hat den Islam überhaupt prophezeit. Ja, da sehen wir ganz stark,
niemand prophezeit Mohammed. Die kommen nicht mit der Bibel. Die können auch nicht mit der Tanach kommen, weil der Tanach ist die Bibel mit dem Alten Testament. Niemand prophezeit die. Kein archäologischen Befund, kein Beweis, nichts. Isam Bayam hat es in meinem Profil nochmal bestätigt. Also muss Liebe zu Hadith es genauso bestätigen, wenn sein muslimischer Bruder, der genauso viel Ahnung hat wie er, es doch bestätigt. Also sehen wir, der Islam kann nicht die Wahrheit sein. Es gibt nur eine Wahrheit, meine Lieben, und deswegen verkündige ich den Herrn Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Die Bibel spricht klare Worte. Jesaja 53, älter als Jesus, also heißt das vor Jesus Zeit geschrieben. Er hat den Herrn Jesus Christus prophezeit, wo geschrieben steht, er ist gestorben um unsere Missetaten willen. Um unsere Missetaten. Jesaja 53, schreibt es euch auf und dann seht ihr es. Und diese wunderschöne Rolle hat alles schon bewiesen. Und ich zeige euch diese Rolle, weil die so schön ist. Zeige ich euch jetzt noch einmal diese Rolle, damit jeder es sieht und screenshotten kann. Bitteschön. Das ist Jesaja, die Jesaja-Rolle. 2200 Jahre alte Schriftrolle. Und wisst ihr was? 200 vor Christus heißt das. Und das hat den Herrn Jesus Christus prophezeit. In Jesaja 9, Vers 5, Jesaja 40, Jesaja 42, Jesaja 10, Jesaja 53, überall. Und deswegen sage ich, meine Lieben, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Die anderen bringen keine Quellen. Rebecca war nicht drei, Maria gibt es kein Alter, die können nicht mehr katholischen Quellen kommen. Noch Gott für alle Menschen. Gottes Segen. Give me a second. Okay, I'm here. So, why my understanding is you guys talking about 65:4, and I don't need tafsir because the Arabic is very clear. Okay, wallahi lam yahudna, wallahi lam yahudna. Those who did not get demonstration yet. In Arabic is very clear, and Allah in the Quran 7 times said the Arabic. And the Quran came down in crystal clear Arabic. So, the tafsir is very clear. And it's talking about the baby young girls. The Quran by itself, from Quran, in Arabic, is very, very clear. And it says, we can play with his grammar, which is وَلَّا لَمْ يَحُضْنَا or وَلَّا لَا يَحُضْنَا or وَلَّا لَا يَحُضْنَا. In Arabic, there is 3 ways to talk about that verse. And Allah chose to say lam yahudna. Lam, it means they did not get yet. Yet. Who does not get yet the menstruation? The baby young girls. Now we can go further, which is the Sharia al-Islamiyah. That's the Islamic law. And by the law of the Islamic law, a Sharia al-Islamiyah, you can marry any baby girls. No limitation in age. What's the requirement? She has to be able to take the man's private part in. Take the private parts in. She can support to take it in. She's good to take. If she's not, then too bad. The man has to wait. That means what? If the young girl, she's physically okay with that, she will take it in. She will. That's why we have a lot of young baby girls dying from internal bleeding, because these monsters, these stupid men, Muslim men, doing this to young baby girls all over the countries. Like we count in Egypt alone, over 117,000 young baby girls having this problem. Yemen, Iraq, Saudi, all over the Muslim countries, Afghanistan, Pakistan, all these countries are having problems with young baby girls having internal bleedings the night of their wedding. And of course, we don't talk about the most beautiful creation of Allah, Muhammad the Pero, which he did what he did to the most beautiful young girl, Aisha. Aisha, she was taken at 6 years old, and he did what he did with her for 3 years, which we call al-mufakhadha, which means thighing. He was playing with her, see if she can take it. And at a year of 9 years old, she was able to take it in, and Muhammad went in, Muhammad the Pedo. And all this is halal in the name of Allah, the most corrupted God on earth, which his name is Satan. Now, I heard Hamdi saying something about Yarkabuna. Are you guys talking about Qawm al-Zut, I hope? Because Qawm al-Zut, they gave it to Muhammad all night long.
And when he left in the morning, Muhammad said, "Ay, ay, uy, uy." He was hurt. Why? Because the word Yarkabun, it means mounted, mounted. What? Okay, so, and he used another word in Arabic, izdiham, yazdahimuna. There's two different words here. Yarkabuna, yazdahimuna. That's not the same word. Izdiham, there's a lot of people going somewhere or get coming out of somewhere. But they were all going on Muhammad, yes. All night long, he was izdiham, yes. They're all mounting Muhammad like a train. And Ibn al-Gahba, manyuj. Ya ibn al-Sharmuta, anichak wa anich rabbak wa Muhammad maltak wa kus Aisha ala kus Khadija ala kus Hafsa b'ghusl wahid. Go what? Ya Hamdi, Hamdi, I am after you. I'm after all the da'wah guys. I'm done with the Arabic side. I jumped to the English. Now I'm in Germany. I will take you one by one. I'll make you leave TikTok. In the name of Jesus, Islam is dead. And we will bury it under the feet of Jesus. We are, and we will still hear. And we are in the Quran, the superior to everybody. And Jesus Akbar. Jesus Akbar. Jesus Akbar. Bin ich jetzt dran, ja? Okay, Leute. Ich greife Aisches Thema ein. Ich möchte alle Scheinargumente widerlegen, die Muslime haben über Aisha, damit das Thema ein für alle Mal ein Ende hat. Ich bin nicht zwar ganz vorbereitet, aber wir fangen mal an. Also, Aisha war 6 Jahre alt, sie wurde zwangsverheiratet. Die erste Reaktion von ihrem Vater, Abu Bakr, war, ich nehme mal die deutsche Übersetzung, der Prophet bat Abu Bakr um Aishas Hand zu heiraten. Abu Bakr sagte, aber ich bin dein Bruder. Das heißt, seine erste Reaktion war nicht schön. Er sagte, aber ich bin dein Bruder. Der Prophet sagte, du bist mein Bruder in Allahs Religion und seinem Buch, aber sie, Aisha, ist mir erlaubt. Er hat Aisha, der hat nur einen Traum gesehen von Aisha und dachte, er muss ein Kind heiraten. Man muss bedenken, dass Abu Bakr und Mohammed beste Freunde waren. Stellt euch vor, ihr habt einen besten Freund. Er bekommt eine Tochter. Das heißt, du bist dabei, wenn sie ihre ersten Schritte hat, wenn sie laufen lernt, wenn sie reden lernt. Und auf einmal gehst du hin und sagst, ich muss deine 6-jährige Tochter heiraten, weil ich sie in irgendeinem verrückten Traum gesehen habe. Das heißt, Allah hat es ihm nie befohlen. Allah hat es ihm in einem Traum gezeigt. Das macht keinen Sinn. So, war sie körperlich reif bei der Ehe? Nein. Sunan Ibn Majah, der ist Sahih. Meine Mutter versuchte, mich zu messen. Das heißt, ihre Mutter hat verzweifelt versucht, sie zu messen, als sie mich zum Gesandten Allahs schicken wollte, als sie heiratete, aber nichts half, bis ich Gurken mit Datteln aß. Dann wurde ich rundlich wie die allerbeste Sorte. Hier, sie musste gemästet werden. War Aisha geistig reif für die Ehe? Wir wissen, dass Aisha mit Puppen spielte. Fakt, es gibt unzählige Hadithe, wo Aisha hier selbst sagt, das hat der Bruder vorhin gesagt, ich spielte mit Puppen, ich bekam Atemnot. Sie hatte eine psychische Erkrankung bei Kindern kommt so, wenn sie Haarausfall haben. Sie hat komplette Haare verloren, steht hier in Sunan Ibn Majah 78. Bei Kindern, wenn sie hohem psychologischen Druck ausgesetzt sind, bekommen sie Haarausfall. Und er ist reversibel, das heißt, bei ihr sind die Haare auch wieder gewachsen. Hier nochmal ein paar Hadithe, wo sie mit Puppen gespielt hat. Macht Screenshots. Leute, ich spielte in Gegenwart des Propheten mit Puppen und auch meine Freundinnen spielten mit Puppen. Das heißt, sie war hier schon verheiratet. Deswegen spielte sie in Gegenwart des Propheten mit Puppen. Und nach islamischem Recht, dazu gibt es eine Fatwa, dazu kommen wir, darfst du nur mit Puppen spielen, wenn du noch nicht deine Menstruation hattest. So, hier ist die Fatwa-Nummer. Kann sich jeder, das ist ein Rechtsgutachten. So. Wann bekam Aisha ihre Periode? In Fath al-Bari von Ibn Hajar. Das ist ein Kommentarbuch zu Sahih al-Bukhari, Band 10, Seite 544. Können wir noch lesen, dass Aisha mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Das heißt, sie hatte mit 15 noch auf keinen Fall ihre Menstruation. Muslime behaupten, Aisha hat bei Mohammed was gelernt. Er war ihr Lehrer. Ich zeige euch, weiß Sunan Ibn Majah 537. Ich habe oft
mit meinen Händen von dem Gewand des Propheten abgekratzt. Das hat sie beim Propheten gelernt. Sie war nur eine Putzfrau, die Sachen abgekratzt hat. Man kann's leben. Das sind Quellen von, das haben Muslime geschrieben. Das ist nicht von Christen. Das ist von Muslimen, von ihren Gelehrten. Sie schämen sich nicht. So, hatte Mohammed überhaupt irgendeine Art Moral? Ja, das lesen wir in Sunan an-Nasai. Der ist Sahih. Als Abu Bakr die Tochter von Mohammed Fatima heiratet wollte, sagte Mohammed, sie ist zu jung. Sie war zu der Zeit 12 Jahre alt. Dann machte Ali einen Heiratsantrag und heiratete sie. Das heißt, er hatte auf einmal Moral, hat Abu Bakr, den Vater von Aisha, die 12-jährige Tochter nicht gegeben, weil sie zu jung ist. So, noch ein Hadith von Sahih al-Bukhari 6387. Hier geht es darum, dass einer der Sahaba heiraten wollte. Ich mach schnell. Mohammed sagte, warum hast du kein Kind geheiratet, mit dem du spielen kannst und sie dich zum Lachen bringen kann und du sie? Das heißt, er wollte ein Kind zum Spielen. Das sagt er selber. Nochmal in Al-Mufrad, um Mohammed seine Moral zu zeigen. Merkt euch, macht euch einen Screenshot. Hier hat er ein Kind, einen Zungenkuss gegeben. The Prophet, may Allah bless him, grant him open his mouth and put his mouth in his mouth. Hier hat er einen Zungenkuss mit einem Jungen gemacht. Mit einem kleinen Jungen. So, Leute. Widerlegt mir das alles, bitte. Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah, thumma amma ba'd. Erstmal kiss ochtag inte. Vermit ja auch Scharmuta Babylon. Das ist schon mal der erste Punkt. Geht an dich auch immer, kaman. Das ist der erste Punkt. Tamam? Der zweite Punkt ist, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, die Leute nehmen nicht den Tafsir, die nehmen nicht den Tafsir von As-Sa'di und Ibn Kathir al-Tabari zu ernst. Was machen sie? Sie packen sich einen Vers raus und sagen, guck mal, da steht das und da steht das. Erstmal, Sura 65, Vers 7 bedeutet, sowohl die Frau, die in einem hohen Alter ist und demnach, was? Keine Menstruation bekommt. Das heißt, sie ist 40 Jahre alt vielleicht und kriegt keine Menstruation. Und demnach ist sie erstens diese Situation gemeint. Und zweitens, ja, richtig, das, was Pablos aber macht, dieser Kalb, dieser Lügner, was sagt er? Er hat mich widerlegt. Wollen wir das ganze Video sehen, wo du mich unterbrochen hast und rausgeschmissen hast? Als du meine Frage nicht beantwortet hast, willst du das sehen? Was lesen wir da? Wir lesen da, dass er gesagt hat, damit ist auch ein kleines Mädchen gemeint, welches geheiratet wird, was noch nicht ihre Menstruation erreicht hat. Richtig. Aber was haben wir gelernt? Dass die Gelehrten ein bestimmtes Urteil darin ableiten, indem sie alle Beweistexte zusammenführen. Welche Beweistexte? Der Beweistext zum Beispiel von Aisha radhiyallahu anha, als sie gesagt hat, in den authentischen Balifen bei Abu Dawud, dass eine Neunjährige, sie sagte selber in ihren eigenen Worten im Wortlaut, sie sagte, in Abu Dawud, eine Neunjährige ist geschlechtsreif und bereit zu heiraten. Erster Punkt, Aisha sagte das selber. Zweiter Punkt, Ibn Hajar al-Asqalani, den du gerade zitiert hast. Ibn Hajar al-Asqalani, Rahmatullah Ali, sagte in seinem Werk Fathul Bari, und er hat die Aussage von Imam al-Baghawi zitiert, er sagte, die Gelehrten haben darüber übereingestimmt, dass der Vater es ihr erlaubte, seine Kleintochter selbst in der Wiege zu verheiraten, aber erst, dass man ihr sie an den Ehemann übergibt, erst erlaubt es, wann? Wenn sie psychisch und physisch zu einer reifen Frau herangewachsen ist, und dann übergibt man sie zum Mann. Warum zitierst du nicht das, was du gerade von Ibn Hajar zitiert hast, genau das, was er in seinem Werk Fathul Bari, wo du es gerade zitiert hast, zitierst? Warum sagst du das nicht? Der dritte Punkt ist, wenn du sagst, dass die 9 Jahre heute wie die 9 Jahre damals sind, dann musst du auch die Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bringen, als er Aisha radhiyallahu anha geheiratet hat, hat er sie mit 6 geheiratet und mit 9 die Ehe vollzogen. Frage, warum hat er 3 Jahre gewartet? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie gesagt, wenn du sagst, die 9 Jahre damals sind die 9 Jahre heute, dann hören wir eine Wissenschaftlerin namens Mary Lewis. Sie sagt in ihrem Werk The Biologie of Children, sie sagt, die Kindheit, die wir heute haben, können wir nicht auf die Vergangenheit übertragen. Denn Kindheit ist mehr als ein biologisches Alter. Vielmehr ist es so, dass das Alter nicht der Maßstab ist, sondern die Reife einer bestimmten Person. Und Dr. John sagte in seinem Werk, dass die Frauen am Mittelmeerländern, das heißt am Äquator, die nah am Äquator leben, kriegen ihre Pubertät früher als die Leute, die in südlichen oder nördlichen Gesellschaften leben. Und der nächste Punkt ist, dass wenn du sagst, dass derjenige, dass das verurteilbar ist, was das ist, was man da sagt oder was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, dann sei nicht so heuchlerisch und verurteile auch die Juden für das, was sie gemacht haben oder was bei ihren eigenen Schriften steht. Was steht bei ihnen? Was lesen wir hier? Lesen wir mal ganz klar, Sanhedrin 55b. Lies mal bitte vor uns einer vor. Oh, wie süß. Mit 3 Jahren und einem Tag kann eine weibliche Person durch den Beischlaf angetraut werden. Wenn der Schwager, was? Was? Wenn der Eheschwager beschlafen hat, so hat er sie geeignet. Ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen strafbar. Warum zitierst du nicht das von dem Talmud der Juden?
Warum zitierst du das nicht? Warum kommst du zu den Muslimen und sagst, bei den Muslimen ist dieses und jenes? Warum pflichtet ihr? Das sind eure eigenen Schriften. Wollen wir 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 lesen? Wollen wir Hohelied Kapitel 8, Vers 8 lesen? Wollen wir Hesekiel Kapitel 16, Vers 7 bis 8 lesen? Wollen wir das alles lesen? Nein, dann halt deinen Mund und hört auf, über den Islam zu lügen, weil die ganz genau weiß und wisst, dass Allah im Koran gesagt hat, fragt die Leute der Ammanu, wenn ihr nicht wisst. Ihr zitiert Sachen und packt sie aus, wie ihr es wollt. Aber wenn es um eure Schrift geht, ist Metapher, 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 Philosophie, Philosophie, Philosophie. Das ist eure wahre Dings. Ich hole euch mit Fakten. Imam an-Nawawi, rahmatullah alayhi, sagte in seinem Werk Sharh Sahih Muslim, die Aussage von Abu Hanifa, die Aussage von Imam Malik, die Aussage von Imam Shafi, rahmatullah alayhi, sie sagten in seinem Werk, dass die Grenze dafür ist, dass der Mann mit dem Mädchen Geschlechtsverkehr haben kann, ist, dass sie zu einer Frau heranwächst und demnach kein Schaden dadurch erlangt wird. Erst da darf er mit dir verkehren. Und das stimmt überein mit dem, warum der Prophet 3 Jahre gewartet hat, als er mit 6 geheiratet hat und mit 9 die Ehe vollzogen hat. Wenn die kommt immer noch, dass die 9 Jahre heute wie 9 Jahre damals sind, dann bitte kommt mit dem Ausspruch, warum ist es die Juden bei ihnen 3 Jahre und ein Tag, dann müsst ihr das verurteilen. Und zweitens die Aussage der Wissenschaftlerin, dass die Kinder damals nicht wie die Kinder heute sind. Und wenn wir das Spiel weiterspielen, wenn wir alle ganz ehrlich sind, unsere Omas haben alle mit einem jungen Alter geheiratet und demnach, wenn du das Spiel 1500 Jahre zurückspielst, kommt zu 100% zu 9 Jahre. Und nebenbei, ihr wisst ganz genau, wie alt Maria war. Sie war genau 12 Jahre alt, als sie Jesus bekommen. Das heißt, Gott hat seine eigene Mutter geschwängert, demnach Sohn, hat Inzest gemacht, Jesus, und hat sie dann selber inkarniert in sich selber und so weiter und so fort. Und das ist eine kranke Ideologie. Hallo erstmal alle, hört ihr mich? Und erstmal an den Host, vielen, vielen Dank, dass ich hochkommen durfte. Ja, Gottes Segen dir erstmal. Gottes Segen, Dankeschön, Bruder Herz. Und zwar, bevor ich auf dieses Thema eingehe, was er da genannt hat, will ich das nochmal mit diesem Matthäus-Vers nochmal, was er damals hochgeladen hat, wo er irgendwie gemeint hat, dass er, keine Ahnung, mich widerlegt hat. Erstens mit diesem Matthäus-Vers, mit diesen 100 angeblich Frauen. Damit ist die Gemeinschaft gemeint und damit ist das ewige Leben gemeint, okay? Wir müssen hier nicht rumlügen und sagen, dass wir 100 Frauen im Himmel bekommen als Christen. Das ist eine komplette Lüge, ja? Wie gesagt, immer weiter, immer die Verse richtig lesen und nicht damit philosophieren, weil, wie gesagt, damit ist die Gemeinschaft und das ewige Leben gemeint, okay? So, ich bin jetzt eigentlich nur hier hochgekommen, weil ich Babylon hier oben haben wollte, dass Babylon reden kann. Und wie gesagt, der Babylon nimmt Leuten wie Liebe zu Hadith, Hamdi komplett auseinander. Ja. Ich habe wirklich nicht viel zu sagen. Ja, ich bin nur hier, um zuzuhören. Und ja, oh, halt, nein, ich habe was. Moment, ich habe was. Kleinen Moment. Ich hab was. Erstens, ja, hier in Sahih al-Bukhari 5215 können wir ganz klar lesen, ja, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to pass by, have sexual relation with all his wives in one night. And at that time he had 9 wives. Ernsthaft? Ein Prophet, der 9 Frauen in einer Nacht flachlegt, so ein Propheten folgt dir? Wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Dann kommen die hier hoch und kommen mit, oh, Jesus hat Windel getragen, Jesus ist das, Jesus befiehlt zu töten. Leute, ihr folgt einem falschen Propheten. Einen falschen Propheten. Das ist ganz klar. Bangt erstmal 9 Frauen in einer Nacht und soll angeblich ein Gesandter Gottes sein. Ihr könnt Jesus nicht mit Mohammed vergleichen. Ihr könnt Jesus generell, ja, Jesus generell ist der Beste, the best of the best, the light, the power, the truth. Dann kommen die hier mit Mohammed. Seriously. You are coming with Mohammed. Noch nie ein Wunder vollbracht. Nicht mal ein einziges Mal. Und ihr vergleicht das mit Jesus. Sorry, it's not gonna work out. Okay, ihr folgt einem Propheten, der 9 Frauen in einer Nacht gebankt hat. So jemanden folgt ihr. Good luck. Keep following this prophet. He's fake. Ja, und dann gibt es auch noch einen anderen Hadith, wo er in Hafsas Haus,
ja, mit dem Rücken umgedreht, zur Kaaba kacken tut. So ein Propheten folgt dir. Sorry. Nein, Mann. Da kann ich nichts mehr dazu sagen, Mann. Da fehlen mir wirklich die Worte. I'm done. I'm completely done. Bruderherz, Horst, du kannst den Babylon oder den Pavlos ruhig mal reden lassen. Ich bin fertig, weil für mich ist das schon zu viel. Weil wir noch eine Minute gehabt, ne? Also, okay. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich habe nicht viel zu sagen. Also, wie gesagt, das ist Katastrophe. Schon ganz alleine, wenn ich hier gewisse Dinge zitiere oder gewisse Sachen hier lese, das ist schon schrecklich genug. Und oh, halt, eine Sache will ich noch sagen. Ja. Diese Ideologie gehört hier in Deutschland nicht her. Wer sich hier in Deutschland nicht anpassen möchte, ganz einfach, One-Way-Ticket, back to the roots, simple and easy. Passt euch hier in Deutschland an. Wer sich nicht anpassen möchte, ab mit euch, ganz einfach. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das ist Deutschland, wir brauchen so eine Ideologie hier einfach nicht. Fertig, Punkt, aus. Ja. Wenn ihr diese Ideologie ausleben wollt, geht in euer Land, da wo ihr hingehört, lebt diese Ideologie aus und fertig. Aber nicht hier in Deutschland. Das brauchen wir hier in Deutschland nicht. Das ist ein christliches Land, es soll auch christlich bleiben und nicht mit irgendwelchen komischen Ideologien, die hier eh nicht reinpassen. Ja, gehen auf der Straße, schreien Allahu Akbar, freuen sich, dass Menschen gestorben sind auf der Straße und kommen hier mit ihren Mohammed. Raus damit, Mann. Fertig. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Mic drop. Okay. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz was zur Liebe zur Magie sagen. Also der hat ja gar nicht verneint, dass man Kinder heiraten darf. Er gibt das zu. Ihr habt noch nicht richtig zugehört. Der Typ hat einfach zugegeben, dass man Kinder heiraten darf und hat alles versucht zu relativieren. Er hat weder irgendwas widerlegt von Urban, was der gezeigt hat, weil der Urban hat natürlich sehr, sehr schlimme Dinge gezeigt, wo Mohammed selbst zu Abu Bakr ging und nach der Hand von Aisha anhalten wollte. Und die Reaktion von Abu Bakr ist natürlich sehr, sehr katastrophal. Der reagiert genauso wie wir alle, ganz geschockt. Er hat gesagt, aber du bist doch mein Bruder. Wie kannst du mich sowas fragen, so nach dem Motto, ne? Und da hat der Mohammed gesagt, ja, ja, ich bin dein Bruder in der Religion, aber Aisha ist mir erlaubt. Ihr seht also, dass das zu der damaligen Zeit keine normale Sache war. Und wenn du Mohammed kritisiert hättest für diese Sache, hätte man dich einen Kopf kürzer gemacht. Ihr wisst ja, in Sahih Bukhari, Hadith 3032, hat der Kaab ibn Ashraf nur ein falsches Wort gegen Mohammed gesprochen. Er hat ihm ein Gedicht geschrieben. Der hat ihn nicht mal angegriffen oder so. Der hat ihn nur geschmäht in einem Gedicht und hat ihn kritisiert. Und was hat Mohammed gemacht? Er hat die Leute aufgerufen, hat ihnen gesagt, wer ist bereit, Kaab ibn Ashraf zu töten, der Mohammed verletzt hat in seinem Gedicht. Da stand der Mohammed bin Maslama auf und sagte, ja, Rasulallah, ich will ihn töten. Dann sagte der, okay, kein Problem. Dann sagte der Mohammed bin Maslama, dann erlaube mir ihm etwas zu erdichten, um sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu ermorden. Und dann sagte der Mohammed, kein Problem, geh und mach. Ihr seht also, dass die Kritik an Mohammed dein sicherer Tod ist. Deswegen haben die Muslime zu der damaligen Zeit ihn auch niemals kritisiert. Aber was das Grandiose ist, der Mohammed hat einfach 2 oder 3 Jahre gewartet und er konnte es gar nicht mehr abwarten. Das Schlimme ist, in Sahih Bukhari 61,30 steht, dass Aisha zu der Zeit mit Puppen gespielt hat. Und der Ibn Hajar sagt in Fath al-Bari, Band 13, Seite 143, dass das Spielen mit Puppen eigentlich nicht erlaubt ist im Islam. Aber es war Aisha zu der Zeit erlaubt, da sie noch ein kleines Kind war, das das Alter der Menstruation nicht erreicht hatte. Ihr seht also, dass Mohammed wahrhaftig ein kleines Kind angefasst hat und sie auseinandergenommen hat. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. Und der Babylon hat das gerade sehr gut erwähnt. In den islamischen Ländern werden Kleinkinder verheiratet. In Afghanistan sehen wir das vermehrt, Pakistan und Sudan und diese ganzen Länder, die eindeutig zeigen, dass kleine Kinder verheiratet werden und sie bei der Hochzeitsnacht auch nicht mehr überleben, ne? Weil der ja, PENIS, das Mann ist natürlich das Kind zerfetzt, ne? Das ist unglaublich. Und dann prüft dieser Liebe zur Magie seinen Standpunkt von irgendwelchen Kuffar, die dann irgendwie gut reden und das versuchen irgendwie in einer Art und Weise zu erklären. Zu der damaligen Zeit können wir das nicht mit der heutigen Zeit erklären. Eine Sechsjährige ist zu der damaligen Zeit nicht eine Sechsjährige wie heute zu vergleichen. Die wollen mir also weismachen, dass ein sechsjähriges Kind nicht die Reife hatte wie ein sechsjähriges Kind heute. Guckt euch bitte das an, was das für Teufel sind, Leute. Ein sechsjähriges Kind bleibt immer ein sechsjähriges Kind.
keiner von den Muslimen würde heute ein kleines Kind hier in Europa anfassen und sagen, das ist aber ein, das ist das, was mein Prophet auch gemacht hat. Nein, sie schämen sich in Grund und Boden und versuchen das nur so zu erklären, aber selber wollen sie nicht in die Fußstapfen ihres Propheten treten. Allah macht es möglich, durch Sure 65, Vers 4, für all diejenigen, die auf Kinder stehen, öffnet der Tür und Tore, das kann jeder nachlesen, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Jalalain. Und wir haben sogar den Tafsir, was ich euch gerade vorgelesen habe, von Ibn Qudama in Al-Mughni, Band 10, Seite 152, der eindeutig sagt, unter der Scharia gibt es keine Strafe für einen erwachsenen Mann, der seinen Finger in die Vulva eines kleinen Mädchens reinsteckt. Versteht ihr? Wenn eine Frau, eine erwachsene Frau, den Penis eines unter 10-jährigen Jungen in sich einführt, gibt es keine Strafe für ihn. Das ist die Schande. Unter der Scharia können die Muslime ihr Dreck ausleben. Dieser Liebe zu Khara, oder was er da macht, dieser Abdullah, der verteidigt Böses und Finsternis. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist die Katastrophe, die wir hier haben. Und er will das absolut nicht zugeben. Aber mit anderen Worten hat er das ja schon quasi durch die Blume ja zugegeben. Ich will, dass der Typ, dieser Abdullah, genau wie sein Prophet, weil er ihn ja liebt, du liebst auch Rasulallah, du liebst ihn doch, dann heirate du auch mal ein 6-jähriges Kind und schlaf mit ihr mit 9 Jahren. Das ist es, was ich von dir will. Wenn du deinen Propheten liebst, dann machst du das. Und du weißt, was der Herr Jesus Christus gesagt hat für diejenigen, die Kinder anfassen. Es wäre besser, dass sie einen Mühlenstein um ihr Hals gelegt bekommen und ins tiefste Meer versunken werden. Dein Mohammed ist genau da, wo die Priester hinkommen, nämlich in der Hölle. Das war's. Lass mal alle nur Amir und liebes Hadis reden. Jeder stummt sich jetzt. Nur Amir und liebes Hadis. Okay, Expo, du kommst bitte eine Minute. Expo, lass mal nur Amir und liebes Hadis reden. Das wäre einfacher. Das ist ja, auch viel schneller. Wir stimmen und alle stumm. Give me the back camera, please. Bist du bereit oder nicht? Hallo? Amir ist bereit. Rede. Du hast gesagt, dass bezüglich dieser Sache mit Aisha Duana angeblich oder von Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullah alayh in Al-Mughni in seinem Werk hat er gesagt, man darf den Fingern ein kleines Mädchen und so weiter und so fort. Tayyib, Frage an dich, wie übernimmt man das dann mit der Überlieferung bei Ibn Majah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kein Schaden und kein Schädigen? Bitteschön. Ja, das ist ja dein Problem. Du hast ja ein Problem mit deinen islamischen Schriften. Du weißt, wer Ibn Qudama ist. Es ist dein Problem mit deinen islamischen Schriften. Du siehst das eingelehrt. Lässt du mich reden oder willst du mir ein Wort fallen? Nein, rede. Möchtest du mir ins Wort fallen oder lässt mich reden? Rede, Ammi, sei mal nicht so wie ein Mädchen, rede. Ja, also, dann fallen wir doch nicht ins Wort. Du hast ein Problem mit deiner Religion und deinen Gelehrten, weil der eine sagt so und der andere sagt so. Man kann euren Gelehrten gar nicht mehr vertrauen und ernst nehmen. Ich lache ja nur über euch. Diese Religion verachte ich ja von allen. Wenn das so ist, warum nimmst du von ihm, wenn du nicht vertrauen kannst? Das heißt, er kann sein etwas Falsches gesagt. Ich nutze das gegen dich, weil das in seinem Buch bezeichnet ist. Willst du das leugnen? Warum nimmst du von einer Kaffee deinen Standpunkt? Ich rede doch gerade, Tayyip. Was nimmst du von einer Kaffee deinen Standpunkt, wenn du so siehst? Tayyip. Spiel nicht diese Spielchen. Tayyip, hör zu. Du sagtest letztes Mal zu mir, 9 Jahre sind 9 Jahre, stimmt's? Bitte? 9 Jahre sind 9 Jahre, stimmt's? 9 Jahre sind 9 Jahre, ja. Tayyip. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Jahre gewartet? Frage an dich. Das musst du selber die Quellen fragen. Nein. Eigentlich, genau, wenn er wirklich, warte mal, lass mich mal reden. Lass mich mal reden. Abdullah, lass mich mal reden. Du hast gerade geantwortet. Lass mich doch kurz reden. Du hast mich doch eine Frage gestellt. Darf ich antworten oder willst du mir ins Wort fallen? Du hast doch schon geantwortet. Jetzt bin ich dran. Nein, ich habe noch gar nicht geantwortet. Ich habe noch nicht mal einen Satz gesagt. Sei ruhig. Wenn ich mit dir rede, sei ruhig du. Mein liebes Freund, sei einfach jetzt ruhig. Amir, bitte. Abdullah, benimm dich, Mann. Benimm dich du kleiner Hund. Jalla, rede. Hey, guck mal, wie der mich beleidigt. Du bist so ekelhaft. Liebe Tadith, das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Sei mal ruhig, bald du deine Liebe auf. Ja, der hat ja nur Liebe zu haben. Bruder, sei stumm den, bitte. Du musst so handeln. Kein Respekt vor... Du hast keinen Respekt, Habibi, er hat auf Arabisch beleidigt. Wo warst du mit deinem Respekt? Sei mal nicht so doppelt. Respekt, ja, Gaba bin Gaba. Respekt, wo? Kusumma, Gawad. Warte, Flex. Anitek. Amir, bitte rede. Entschuldigung, Flex, Babylon hat geredet. Warte, Babylon. Ah, der Liebesverdienst ist weggegangen. Alright. Give me the big screen, please. Ich wollte nur letzte Worte sagen, weil dann gehe ich jetzt raus. Wenn Hamdi kommt, machen wir wieder. Ja, ich weiß. Okay, Amir und Hamdi reden. Alle ruhig, alle stumm.
Nein, ich will das jetzt nicht, dass ich dumm bin. Ich schmeiß euch irgendwie raus. Ich gebe dir jetzt, ein Knockout für dein Leben. Nein. Mach mir groß, Evangelist. Knockout für Amir, ganz dein Leben, jetzt du wirst leiden. Jetzt macht ihr wieder Aspirin, Knockout, Leute. Guck mal, schnell Knockout. Aspirin nehmen, Tablette gegen Hamdi jetzt, Tablette. Religion, der Rolle der Religion in Hinsicht Kinder. Eine kleine Mädchen mit 9 Jahren gestorben. Scheiße. Die katholische, halt deinen Mund. Wo steht Scheiße. Das in der Bibel? Guck mal, was nur steht, Leute. Ja, in deinem Bibel steht. Steht. Lass mich ausreden, du Idiot. Lass mich aus, Leute, warum mal, habt ihr Angst? Da steht hier, junge Mädchen, gestorben, gezwungen, heiraten. Da steht hier, da steht lass mich ausreden, ja, Amir. Du bist das allerletzte, alle sehen das. Ja, du bist das allerletzte, du bist das allerletzte. Daher, apostolische Kirche, kleine Mädchen, apostolische Kirche, kleine Mädchen vergewaltigt bis zum Tod. Apostolische Kirche ist tot. Debattieren wird sein Gehirn. Ja, Amir, hör mal, wenn du ein Mann, lies mal das zusammen. Okay, lies mal das zusammen. Apostolische Sekten, der ist am Ende. Das ist mir egal. Das ist deine Bibel, das ist deine Religion. Das ist mir egal. Achso, du bringst du dann Schia auch Sekte, oder? Achso, die neuen Begrenze vorhanden dazu zeigen, dass der Kinder der Religion. Lass mich ausreden, warum seid ihr Angst? Lass mich ausreden. Schia, they're not Muslim? Wow. Mach mich groß. I don't know how we say it in English. Habt ihr das gerade gesehen? Der kommt mit irgendwelchen Sekten im Christen. Das ist so krank, was der da gerade gesagt hat. Apostolische Typ, ich hab noch nie so jemanden gesehen, der so behämmert ist wie der Kerl. Jetzt mal ernsthaft, Mann. Das ist Mann. Geisteskrank, was der macht. Apostolische Papa, Sekten holt er jetzt raus. Gib mir dann nur eine Minute, ich zerstöre alle Argumente von dir. Mach Babylon groß, danach bitte mich ein. Are you gonna make me big? Let me attack his Bible, his Koran. A little bit, please. You guys let him talk. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ihr könnt jetzt da weitermachen. Wir sind Abu Majnu, den echten ist doch. Mach mal bitte. Ich wünsche euch Gottes Segen. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Ihr habt heute die Wahrheit gesehen, wie der Islam انت وعشا مالتك انيتكم واحد واحد قواويك امك مو امك يلا طير طايرة هذا طايرة He's just insulting. He's not doing anything, guys. He's just insulting. إنما المحمد على طيز أمك على طيز خالتك. قوان. على طيز عائشة وصح حفصة وخديجة. أنيجك وأنيج أمك وخالتك وأختك بغسل واحد مثل محمد مالتك. وقم مصر. وراح أجيب كل الشيعة راح يركبون محمد واحد واحد. قواوي. قواوي. هوش. Drop this guy. Oh, drop this guy, he's just insulting, he's not saying nothing. Mach mal Babylon jetzt endlich groß, bitte, und gib mir dann eine Minute dann auf den Babylon. Mach mal den Babylon kurz groß. Make me groß, let me cook. This is your Islamic shit. Muslims, look what Abu Bakr said. When you go to him, he says, Sakta, the clitoris of your mommy, of a mommy lot. Okay, how about Muhammad, guys? Let's read Muhammad. When people went to Muhammad, bite your father's penis. Penis. This is Muhammad. This is a prophet from Allah. And guys, we can find this in Sahih Bukhari, in Ahmed, narrated by Abi Ahmed, classified Hassan. But we can find it in Sahih Bukhari. What is this stupid Sahih Bukhari? Narrated Ahmed too, another one. It's all over. Now let's go back to the Quran, guys. What are we talking about? Quran is better, guys. Quran is better. Let's. Whoa. Look at this, guys. Look at this. Chapter 2, verse 223 in the Quran. Nisaakum harthan lakum faatu harthakum innama shaitu faqaddumu lanfasakum wattaqul. Wow, guys, Allah saying to Muslim men, your women are land field for you. Dig as you wish, anytime you wish, anywhere you wish. You go to Tafsir ibn Kathir, and it says to take your woman from behind, doggy style. Allah is saying take your woman doggy style? Are you serious?
Is this Allah? Is this Allah? Is this God, doggy style? Wait, that's not all. Doggy style from the poop, the hole, and the, where you make a baby too. Both holes. And this is Tafsir Ibn Abbas, guys. Ibn Abbas. Filthy Allah. Dig as you wish, anywhere you wish. In the Quran. Yes. Oh, guys, that's not all. I have another one. When the private part of the man goes up, problems are coming, Allah says. When the private part goes up, come on, guys. Babylon. This is Babylon, what's up, brother. What's can up? You show the people? Can you show the people the verse where Allah speaks out the Shahada? Allah, the Jahil. Oh my Allah! Oh my Allah, guys! Oh my Allah! Yeah. Allah took a Shahada in the Quran. Allah, big Jahil, not Jahil. Huge Jahil, brother. Huge. Look. Show him the verse where Allah speaks the Shahada, the Jahil. Allah, the Jahil. Guys, chapter 9, 3, verse 18. Kus ummak hamdi. I'll be anichak onich khaltek yomiya. Guys, Allah says, Allah's talking, and Allah says, Ashhadu la ilaha illa Allah. What? Allah taking shahada. Surah 18. He's a big Jahil. Brother, he's a big Jahil. 318. Shahid Allahu innahu la ilaha illa hu. Wow. Allah taking shahada in the Quran, guys. Where is the witness? He's a Jahil. Who's the witness? Allah is a big Jahil. Big Jahil. Allah's a Jahil. Big one. Muslims, I am after you. I destroy Islam every day. Hamdi, anichal ummak wa abuk wa khaltak wa khukhtak bghusl wahid. Babylon, can you show please Allah's bed where he sleeps? Oh, that's in hadith. I gotta look it up. Okay, let's stay in the Quran, brother. Okay, let's stay in the Quran. Okay, sorry. Quran is the best. It's the best. Let's show them, guys. Muslims, they say they have one Quran, right? Watch this, guys. Watch this. One Quran, right, Muslims? One Quran. Let me see. Look at this. Say Allahu Akbar, Muslims. Say Allahu Akbar. Say Allahu Akbar, please. You guys know only to shout and scream and insult, right? I don't insult. I just destroy. And I love to destroy Allah and Muhammad day and night. Day and night, guys. Day and night. Oh, look. Allahu Akbar, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. One Quran, huh? Woo. Allah. 37 Qurans. I like this one. This little one. Look. The baby one. I love this one. Which one you want, Flex? This one, blue? Red? I don't know. I can't believe this. Oxenbillah. I'm sorry, guys. Did I say black? I'm sorry. I got something for you, black. Wait. Kann das einer ganz kurz aufklären? Das sind 37 Korane. Der zeigt jetzt die verschiedenen Koranversionen mit den Unterschieden drinnen. Wait, guys. I just remember something. Allah, the most merciful, compassionate and passionate. He's racist. Watch, guys. Allah Jahil. Allah Jahil. Jahil Allah and racist. Hates the black people. Allah hates the black people. Abu Flex, I read, you translate. Abu Darda reported that Muhammad, God's messenger, saying, God created Adam. Tell me when to give stop me, so you give can me, translate. Give me a second. I will be back. I'm just doing something on the back. One second. Okay. I know the hadith. I can tell it in German if you want. Okay, tell it in German, please. Also die Hauptaussage des Hadiths ist, dass Allah ein Stück Kohle von den Schultern von Adam runtergewischt hat und daraus ein Schwarzer entstanden ist. Also daraus die Schwarzen entstanden sind. Das ist der Hadith. Also die Schwarzen sind aus einem Stück Kohle entstanden, die Allah von Adam seine Schulter runtergewischt hat. Geklopft. Black they were? Charcoal, guys. And they said to the parties.
to the right shoulder. That means that. Shut up. Yeah, this is all you can say, Muslims. They cannot. You cannot talk about their book. You just talk about your mother, huh? Your mother Aisha. She sleeps with me every night. So, white people from the right shoulder. Black people, black charcoal from the left shoulder. And he told the white people to paradise, guys. Anyone white. Allah said to paradise and I don't care. And he said to the party on his left shoulder, flex, you flex. You go to hell and I don't care. guys, watch. Great is Hassan, right? Yeah. Look how Muslims, they deceive people. Look. Up. I just made it authentic. Translate. Yeah. Er macht durch einen Zauber gleich authentisch, weil Muslime hier bei der Einstufung gelogen haben. Sag, jetzt wird er authentisch. Tell me about my... What? One finger. Yeah. Sahih. Authentic. Authentic, guys. In Arabic, it's authentic. In English, only Hassan. Look, the cowards, how they want to deceive people. Yeah. They don't want to put Hassan, it in English. In Arabic, it's the Sahih. You see, when we read this book, we can see that Allah is the Jahid, my brother. Allah is the Jahid. Yeah. You want more? Big one. You want more Muslims? Come up. I cook you. Hamdi, you run. You run every day. You run. I'll make it. When you finish running at the end of the year, you're gonna be skinny. Babylon, my brother. You have the authentic hadith where they are making the bunga bunga with the donkey. No, I don't have that one. I gotta look it up. Which number is it? Do you have it? I think I have it somewhere. When I find it, I'm gonna show it to you. Hold on. Give me a second. I will be back. Brother, can I get the screen for 1 minute, please? Yeah, take it, brother. Kannst du mir bitte den Bildschirm für eine Minute geben? Hamdi, anich al ummak, anich al Aisha, Iraqi style. What's his name who insulted me? This guy, Albi. Albi, kus uchtek ala kus ummak ala kus uchtek. No, Babylon. Gahba. Don't say these words, please. Who said that? I am ex-Muslim. I said it. No. Quran says, do not insult the people of the book. If not, they insult Allah. So I don't insult Allah. I insult his mama. Only. Yes, I mean that Jesus says to us, we have to pray for those people, you know. At night I pray. Now I insult. Now you have to be patient, please. I am patient, brother. I'm patient with the real Muslim. These guys, they're son of devils. I gave it to them. Know, why Hamdi is running from me? Anis, Anas, whatever his name. Now we have Albi. Albi, I challenge you anytime, anywhere. Come up. I'm always in German lives. Come up, want, I challenge you. Do you want, my brother, do you want Anas here? Well, bring anyone you want. I don't care. I take them all. Arabic, German, English, French, whatever you got. Ich wollte nur mal auf die Punkte von Liebe zum Hadith gehen, nur um zu zeigen, wie er gelogen hat, weil er hat gesagt, natürlich jüdischer Talmud. Abdullah lügt die ganze Zeit. Wir Christen glauben nicht an den Talmud, aber die Muslime lieben den Talmud. Das ist ja ein Rabbinerbuch, aus dem sogar der Koran geklaut hat. Das heißt, das ist kein göttliches Buch. Der Talmud ist kein göttliches Buch. Das ist Kommentare von Rabbinern, Mann. Der ist wahnsinnig, richtig, der Typ. Ja, und sie zitieren aus diesem Buch, um uns zu widerlegen. Leute, seht ihr, das ist ein Teufel. So, der einzige Grund, warum der Prophet 3 Jahre lang gewartet hat, war, weil die Mutter Aisha mästen musste. Das steht hier. Sie war körperlich unreif. Und dann will ich euch nur mal was zeigen, ne? Nur mal zeigen. Wenn man braucht 2 Minuten. Hier, Schock. Hochzeitsnacht. Kind verblutet. Uterus gerissen. Braut stirbt. Hochzeitsnacht. Warte. Jemen. Hier. Gestorben.
gestorben, 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 gestorben. Was wollt ihr denn noch? Gestorben? Ist das dann so, dass es im Koran steht, du darfst nicht? Gestorben. 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 Das sind alles Kinder. Wir müssten weinen. Tag und Nacht weinen. Und hier, Pubertät. Darum beginnt sie immer früher. Das sind alle Zeitungsartikel zu Studien, die ich habe. Darum kommt die Pubertät immer früher. Das heißt, dass sie damals früher hatten, ist eine Lüge. Sie kommt immer früher. Hier. Das sind alles, die Pubertät beginnt immer früher. Man hatte, ich habe vier wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass sie damals zu der Zeit von Mohammed mit 16, höchstens 17 die Periode hatten. Das war das Alter damals. Hier, Mädchen bekommen immer früher die Pubertät. Das ist ein Phänomen von heute. Hier gibt es da eine Forschung. Vor 200 Jahren hatten die Mädchen ihre erste Periode mit 17. Dazu gibt es eine wissenschaftliche Studie und nicht, wie er sagt, Dr. John hat es gesagt. Was ist das für eine Aussage? Dr. John? Leute, Quelle Dr. John. Hier, vor 200 Jahren hatten die Mädchen ihre erste Periode. Heute liegt das Durchschnittsalter bei 12,8 Jahren. Das heißt, es wird immer früher. Durch die Ernährung, durch die Hormone. Sie lügen. Sie sind professionelle Lügner, Meister der Lüge. Sie haben es von ihrem Geist, von Allah, von diesem Teufel, Allah, keiner. Hier, ich gehe noch mal durch, Leute, ich gehe noch mal kurz durch. Gestorben, 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 gestorben. Hier, verblutet bei der Hochzeitsnacht. Hunderte Artikel. Amnesty International hat sogar eine Seite extra dafür verfasst. Amnesty International. Und der kommt mit Dr. John, hat gesagt. Dr. John. Was ist das für ein... Das ist wie bei Army, als dieser Islamverstanden bei dir oben war und hat gesagt, Unikliniken haben das bestätigt. Ja, genau. Der Liebe zum Hadith ist bereit, sogar die Kufa, also eine Kafira zu zitieren, nur um seinen Standpunkt zu prüfen. Das ist ja genauso, als würde ich auf einmal sagen, die Ahmadiyya-Gemeinde hat gesagt, dass das so und so ist und dann sage ich zu ihm, akzeptiere das mal jetzt. Ich hoffe, jemand sagen, hat das aufgenommen. Das ist eine Sekte. Wir haben die Sekte zitiert. Gib mal bitte. Give me the big screen, please. Wait, Babylon. Babylon. Do you know the verse where Allah has a bed? Yeah, golden bed with the golden shoes. One time red garment, second time green garment. Show us the verse where Allah has a bed. The Jahil has a bed. Show the bed. Okay. Let's stay in the Quran first. We show the bed. Yeah. I don't care the bed. Bed, we do muta. Let's stay with Allah. Yeah, all right. Let's go. Showtime, baby. Showtime, my brother. Let's go. Quran. Guys, Quran chapter 19, verse 83. Alam tara inna arsalna al-shayateen ala al-kafirin tu'uzzuhum uzza. Wow. Guys. This is horrible. Horrible. Allah sent the jinns. Yeah, the devils. The devils to the unbelievers. Shayateen to the unbelievers. Right? Yeah. Do you not see that we have sent, Allah sent the devils? Allah sent the devils. So if Allah sending the devils, what the Satan is doing? Sleeping? Going on vacation? In German we say he gets Bürgergeld. Lockergeld? Well, Allah, Satan Lockergeld. Okay. Upon the disbelief, look. Inciting them to evil. So he's the devils inciting, pushing the people to do more sin. Quran 19:83. Muslims, Allah promised you hell, all of you, in Quran. Watch. I need to see the verse with Allah's bed, man. Seriously. Leave the bed, that's for Muta only. Allah in his great bed.
Lass uns eine Bettwäsche-Kollektion rausholen von Allahs Bettwäsche. Wir werden Milliardäre. Yeah. Babylon, Babylon. What? My brother, people wants to see the verse with Allah's bed. Let's go, brother. Showtime. Go. Why Allah need a bed? Do you want to rest? Well, the bed gets heavy. Do you want to take his time in his bed? The bed, you know, the bed gets heavier and heavier. You know that? Because Allah gets bigger. Ja, ich glaube, er benutzt dieses Bett für die 72 Huren. Babylon. There is a hadith. Ah. Warte mal bitte. Babylon, there is a hadith in which Allah says that he created Adam in his own image. And then the next sentence, Adam was 60 or 90 cubits big. That means Allah is, yes, Adam 90 cubits. Yeah. Here we go. Yeah, guys, Allah in chapter 34, verse 25, he did bad things. He's saying, I did bad. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Chapter 34, verse 25. Guys, Allah in the Quran says he sinned. Watch this. I love, where is he? Yusuf, here we go. Says, say, you shall not be questioned to our sin. Allah has sinned. Das hatten wir heute bei dir, ne? Yeah. Nor shall we question as what you do. Allah's telling people, don't ask me, you know, about my problems, what I've done, my sin, my crimes, and I'm not gonna ask you about what you've been doing. In the Quran, guys, Allah sinned. Chapter 34, verse 25. Now you wanna go see the bed? Do you have that hadith number? Allah, so Muhammad. Babylon, do you know what bedding he has? Young. No, do you have the number? No, but Flex, I have the number. Okay. For Allah's bed? Yeah. Oh, I have the video from Rob Christian. Okay. You want to see the video from Rob Christian? Okay, he's gonna show me. Show me, brother. He's gonna show. Die sperren ihn für das Video, Leute, die sperren ihn. That's Allah, guys. That's Allah. Oh, bro, remove the video from YouTube. Remove. You're gonna be kicked out. Remove. No way. Okay. Really? Why? You can't. They show don't like it. Oh, really? We yes. always play video in English side. Was war das gerade? Was hat er da gezeigt? Er sagte, das wäre ein Video. It's because of the copyright. Evangelist, da will ein Sasa hoch. Nimm mal bitte diesen Sasa hoch. Er will was von dem Talmud, was er vorgelesen hat, zeigen, dass es irgendwie falsch vorgelesen hat. Wie heißt der? Ich Sasa. Aber was war das gerade für ein Bild? Wer war das? Wer sollte das darstellen? Das sollte Allah sein. Das Bild sollte Allah sein. Das tut mir so leid, Entschuldigung. Das ist so krank, ne? Good evening. Hey Sasha, how you doing, brother? What's up, bro? What's up? Ah, Sasha, привет. Okay. Здравствуй, товарищ. Здравствуйте, братан. Where is he? So, Muhammad's God, is a young man with a curly hair, beardless face. What happened? Okay, beardless face. Allah has no beard, guys. Allah has no beards, like a young boy, beautiful, handsome. You know, like Hamdi, or Albi, or Anas. You know, those Allah. Young boys. Yeah, A'udhu Billahi, min ash-shaytan rahim. A'udhu Billahi, die Shaytan rahim. Leute, ich bin nicht mehr lange live, morgen auf ist wieder Arbeit. Noch 15 Minuten machen. 15 Minuten noch, Leute. 15 Minuten. Okay, kein Problem, Horst, kein Problem. Guys. I watched part when this Dawa Yahmar came and said that Talmud, the Jews, the Talmud allowed dingy with 3-year-old girl. It's a lie.
Actually, you can find it in Mishnah Nidah 5.4 and Sanhedrin 55b. But it's talking when that little child is grape, where his law is broken, actually. And if you just read a little bit further, for example, in Mishnah Nidah 13b, verse 5 to 7, you can see the same rabbis who wrote Mishnah wrote that whoever sleep with it little children that are not yet reached puberty and cannot bear the children, they are like a leper. They are like a very bad persons who delay coming of Messiah. Also, you can go to Kiddushin 14:1a, verse 8. And it's clearly said that you cannot marry a little child, little girl, that she did not even reach puberty. And even to like marry her, she needs to accept it. So she needs to reach at least like, for the rabbis, was like 12 and a half years in signs of puberty. And after engagement and everything, you need to wait one more year. So that girl should have at least 13 and a half years to get married. Yeah, it's small number, but it's not three. So this guy was lying. Or he didn't know how the Mishnah actually works. He searched it in Google and he don't... how can I say it for you? Yeah, I understand. I actually studied that. I'm not Yahudi, my friend. I'm not Jew, but I studied that. Literally, whoever don't believe me, just put it on Sefaria. Just go to like Google and type it Sefaria Mishnah Nidah 13b, and you will find it Mishnah Nidah 13b. And verse 5 to 7 is talking literally that people who sleep with little children are the bastards who delay in coming of Messiah. Also, if you type it on Google, like searching Sefaria, Kiddushin 41a, verse 8, it literally show you that it's forbidden. So this idiot, or he does not know what he's talking about, or he is just, you know, like mean, lying, well, Abu Lahab. I will call him like that. Guys, I love you all. God bless you all. I gotta go. Hey, I'm gonna lose Babylon. You anyway. I'm driving. Yes, sir. Babylon. Go ahead. Okay, I think, yeah, okay. Okay, Babylon, no problem. You take a break and... I would say thank you a lot that you've been here exposing them. Thank you. Yeah, you know, this is our job to expose their face. I think we have more hadith to show, but I think you have a lot to do. So you just figure, you just do your thing and we speak later, brother. Yeah, I gotta go pick up my load. So okay. It's been ready for a while. So I just stopped because I saw those filthy dawah guys and I like to cook dawah guys. Oh yeah, absolutely. They come back, absolutely. Call me back. I'll be back. Babylon, no problem. Listen, bro. Yes, sir. Just to know, Itachi now is my wife, you know? It's okay. You can give it to me because in Islam, right hand possess is halal. Yeah. Oh, guys, yeah. Guys, Sasha or Flex, look up Muhammad. He used to be a swinger. He exchanged wives with a Sahaba until Allah told him to stop. To stop exchanging your wife, Muhammad. Muhammad, bad boy. Muhammad, Jahil, bad boy. Don't you exchange your wife. Hey, Babylon. Babylon, do you know the first where Muhammad banged all his wife in one night? I showed you the hadith, right? Yeah, no, yeah, no, there's not another one. Night, 1 hour, what? Brother. One hour. Yeah. 1 hour with one wash. Guys, Muhammad was so fast. He was like a rabbit, in, out. Fast. That's, yeah. Allah. No babies. Allah. This guy is fast. Aisha said Muhammad had, sorry, brother. Talk, please. Also, this Dawa guy, this Yahmar, that came here, he did not show you like Islam QA. You can go to Islam QA, most famous Islamic page done by professor from Medina. You just type it Islam QA 1 uh, one one
I think 728, I must check it, literally said that you can sleep with it little children before puberty. I know all the Mufassirin, all the scholars says you can marry a child and you can sleep with her like the model, a role model, Muhammad. Yeah, brother, you have to, yeah. You have to they literally admitted. To 9 year old. 12708, yeah. Just type it, everybody here. You can this even, you can put German, Muslim, German translation. My beloved, this Muslim who came up, he don't deny it. He tried to fix the problem justify, a little justify, bit, you know? Yeah. Yeah, justify, yes. This is all what he's there. Because he's a Muslim, he knows that his sources says about the child marriage. He knows everything. Because right, he lives under the majority of the unbelievers, and he have to lie. It's called taqiyya, he makes taqiyya. Yeah, if you like it, if you want it, just send me request, send me message, and I will send you literally sources from the Talmud that literally disprove this Yahmar. Leute, ich wollte den Stream beenden, aber ich wollte noch wichtige Worte sagen. Ja. Auf jeden Fall an die knapp 500 Zuschauer, wer möchte, kann mir gerne folgen, mich auch gerne unterstützen. Mir reicht das einfach nur, wenn ihr mir folgt. Ihr müsst mir keine Geschenke geben. Ich möchte auch nichts annehmen. Alles, was ihr mir gibt, kriegt ihr auch wieder zurück. Einfach nur folgen. Ich möchte euch was sagen, Leute. Und es geht hier um die Ewigkeit. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und darum bitte ich jeden Einzelnen, der jetzt hier drin ist und auf der Suche ist nach der Wahrheit, frage noch Gott. Und ich möchte dir 2, 3 Bibelverse vorlesen, denn wir haben einen Gott der Lebendigen und nicht einen Gott der Toten. Und dieser Amen. Gott, vom ganzen Herzen Amen. In Jeremia 29, Vers 13, ist ein Versprechen, denn wir haben einen heiligen Gott und einen gerechten Gott. Das heißt, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Es ist ein Versprechen und dieser Gott verspricht es dir. Wenn du vom ganzen Herzen nach ihm schreist, er wird dein Geschrei erhöhen und er wird sich dir so annehmen, wie du bist. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, und es heißt in Matthäus 7,7, bittet, so werdet Halleluja, ihr Halleluja. Amazing. So werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan und der Herr wird diese Tür öffnen. Aber bist du auch bereit, dein Herz zu öffnen? Bist du bereit, wirklich auf die Knie zu gehen und aufrichtig einmal nach Gott zu fragen? Nicht dieses halbherzige, Gott komm her, nein. Bist du einmal bereit, dich wirklich zu demütigen? Denn es steht geschrieben, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, ihm gibt er Gnade. Darum demütigt euch und nimmt eure Maske ab. Und erkenne, dass du arm und erbärmlich bist. Denn diese Welt ist eine vergängliche Welt. Alles, was du hier erarbeitet hast, ist alles vergänglich. Es ist alles ein Haschen nach Wind. König Salomon hat selbst gesagt, alles ist ein Haschen nach Wind. Darum sage ich dir, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Wo wird deine Ewigkeit sein? Denn die Bibel kennt nur 2 Wege. Gerettete und Verlorene. Auf welchem Weg befindest du dich? Weil eines Tages wirst du vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Dann ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn du musst Rechenschaft ablegen für jedes unnützliche Wort, was du geredet hast. Und darum sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Denn es steht geschrieben, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Und du hast das Anrecht, ein Kind Gottes heute zu sein. Denn es steht geschrieben, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Du kannst heute zu ihm kommen mit deinem Schmutz, mit deinen Sünden, mit deinen ganzen Sünden und er wird dich annehmen, so wie du bist. Er möchte dein Amen. Herz sehen. Deswegen demütigt euch, seid aufrichtig und ich sage dir, er nimmt dich so an, wie du bist, denn er wascht dich rein von deinen Sünden. Ist für dich ans Kreuzgang am dritten Tag auferstanden. Wenn du das glaubst, wirst du selig sein. Denn es steht geschrieben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und darum sage ich euch, ihr seid alle heute herzlich eingeladen. Egal, was du getan hast, du kannst ein Mörder sein. Egal, was du getan hast, er nimmt dich so an, wie du bist. Und darum sage ich dir, geh doch mal auf deine Knie und frag heute nach diesem Gott mit deinem ganzen Herzen. So, das waren Bruder, das waren sehr schöne Worte. Leute, Applaus für ihn. Really. Amen. Leute, folgt Amen. Mir. That was some really nice word. Folgt Oberst. Nice words. Amen.
Der Herr segne euch alle, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch immer ja, in der Gnade bewahren, dass ihr die Gnade auch voll empfängt. Ja. Leute, ich streame noch eine halbe Stunde heute. Kommt und gerne der zu. Der ist mir. Ja richtig am Rauchen, der Flexi. Das kann nicht wahr sein, ey. Hey, ich würde jetzt den Bukhari-Vers zitieren. Ich würde jetzt den Bukhari-Vers zitieren. Flex aus, wäre so böse. Leute, ich leg auf. Slava Bogu. On my language, okay. Slava Bogu. Mach's gut, gute Slava Nacht. Bogu. Gute Nacht, ihr Lieben. Wenn da einer noch live kann, Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen und danke für alle, die mir gefolgt sind. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Und Leute, ihr müsst mir nichts geben. Alles, was ihr mir gibt, kriegt ihr alles dreifach zurück. Denn das Evangelium ist umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen. Und umsonst predigen wir das Evangelium zur passenden oder unpassenden Zeit. Denn wir reden nicht für Menschen, wir reden für Gott. Und wir verkündigen uns nicht selbst, sondern wir verkündigen Christus Jesus, unseren Herrn, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Darum, gute Nacht und Gottes Segen. Gute Nacht. Ciao. Ja. And guys.